haben heute, glaube ich, ziemlich strammes oder ziemlich volles Programm. Ich muss fairerweise sagen, weil meine Frau mich dazu ermahnt hat, wir haben gestern und vorgestern waren wir unterwegs in Monopoly. Wer uns kennt, der reisende Händler. Irgendeiner raschelt hier böse mit einem Mikro. Wahrscheinlich Dirk auf der Terrasse beim Rauchen. Also ich muss fairerweise sagen, Dirk ist auch schon da, ne? Aber da er wahrscheinlich auf der Terrasse sitzt beim Rauchen, ist das wahrscheinlich die letzte Zigarette vorm ins Bett gehen und nicht die erste zum Kaffee. Sonst wäre er nicht schon da. Wir waren die letzten 2 Tage in Monopoly und in Ostuni und vorgestern haben wir ein Webinar gemacht mit einer saumiserablen Internetverbindung, die ich dann leider Gottes, mal gucken, da. So, na, so abhalten musste, damit die Internetverbindung einigermaßen gehalten hat, sonst hätte das alles nicht funktioniert. Und das will ich nicht wieder machen und deswegen haben wir Monopoly verlassen und sind an unseren Platz zurück, wo wir normales Internet haben. Okay, wir haben heute die Hütte voll mit Gästen, was mich sehr, sehr freut. Der Dirk ist da, damit wir wenigstens einen haben, der freche Sprüche loslässt. Wir haben den Olli Klemm heute da, der, sag ich mal, mich unterstützt, beziehungsweise mein Ziel ist es heute, drei Sachen zu machen. Einmal verschiedene Ausblicke auf die Märkte zu geben. Morgen springen ja sonst viele von einem Webinar zum anderen, mal bei mir, mal bei Dirk, mal bei Olli. Ich weiß nicht, ob den Micha überhaupt noch einer besucht, weil er ja auch immer so frech ist. Und wir werden das heute einfach mal zusammenschmeißen. Ich werde jetzt gleich kurz meinen Blick auf den Tag heute werfen. Dann hat Micha, da er nachher gleich wieder weg muss, mein leidliches Thema. Dirk, sein Lieblingsthema, was er sehr gerne handelt, sind Innen- und Außenstäbe. Und für mich ist das ein Thema, was ich einfach in meine Friesenmütze nicht reinkriege. Mein norddeutsches Hirn verarbeitet diese Innen- und Außenstäbe nicht. Ich verbinde da immer wenn ich sehe, Innenstab, Außenstab, verbinde ich da immer was anderes mit. Und Micha hat sich bereit erklärt, heute mir den ganzen Spaß nochmal so zu erklären, dass auch ich es verstehe. Also von kurz nach 8 an wird Micha mal uns die Innen- und Außenstäbe erklären, die der Dirk ja gerne in größeren Zeiteinheiten, im Stundenchart und 4-Stunden-Chart und so weiter sehr gerne handelt. Aber ihr könnt mich gerne verbessern, wenn ich da jetzt irgendwas Falsches sage. Aber ich glaube, das ist richtig so. Nicht, Dirk? Guten Morgen. Pünktlich reingerannt. Moment. So, bevor ich hier nochmal irgendwelche Echos produziere. Ja, genau. Also moin und danke erstmal für die Einladung und gleichzeitig natürlich herzlichen Glückwunsch zu der 1500. Das muss man erstmal Ja, danke. hinkriegen. Ja, gib So. Gas. Ja, wie ich. Ja, dann kommst du Wie? vielleicht hinterher. Dann kriegst Vielleicht. ja, Muss ich mal schön. gucken, ob ich das so lange durchhalte. Aber du brechst ja da ordentlich voran. Dich kann man ja sowieso nicht einholen. Von daher, das ist schwer zu toppen. Aber ich bin Ah, sowas danke. von nicht wach, ne? Noch. Ja, noch gar nicht. Ich bin wegen dir, musste ich mir einen Wecker stellen. Das ist absolute Unzeit hier für mich. Also zum Reden vor allen Dingen. Also, das ist, ja. Ich brauche noch ein bisschen Kaffee, aber du machst das jetzt ja erstmal und ich lausche dann gleich auch den Michael. Und vielleicht darf ich ja nachher noch mal was sagen. Ja, na klar, ich bitte sogar drum. Okay. Vielleicht. Ich habe nämlich noch eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ja, Ach du Scheiße. aber nur was ganz Kleines. Aber würde dich freuen. Aber Das, machen wir nachher. wenn Dirk sagt, eine Überraschung, nimmt er bestimmt die Perücke ab heute oder Die Kamera bleibt aus. Das kannst du vergessen. Okay. Also, um 8 Michael, dann der Olli wird uns mal seinen Blick heute. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe ihm ja noch nie so richtig zugelauscht, muss ich ja fairerweise sagen. Ich verzichte heute auch auf schräge Linien, um
den Olli nicht zu reizen. Und wenn der Heiko Behrendt nachher fertig ist mit seiner Tagesanalyse, wird er um kurz nach 9 direkt nach der Markteröffnung zu uns stoßen und vielleicht werden wir sogar die eine oder andere Position zusammen handeln. Okay, ich starte mal einfach mit meinem Blick, damit ich Michael nicht so viel Zeit klaue. Aber Michael muss, glaube ich, 8:30 wieder weg, richtig? Wäre nicht schlecht, aber ich denke, wenn nicht, gebe ich ein bisschen Gas. Mach erst mal deins gut. Wir müssen jetzt nicht ganz auf die Minute schauen, aber wir kriegen das gut hin. Das ist immer, bei Michael muss man immer aufpassen. Wenn Michael sagt, pass auf, du kannst eine Viertelstunde reden, dann meint Michael immer eine Viertelstunde mit dem kleinen Zeiger. Muss man ihn dann manchmal ein bisschen ausbremsen. Okay. Also, wir kümmern uns als erstes um unser Hauptthema, um unser Baby, den alteingesessenen oder meine Haupteinkommensquelle um den Euro, der uns seit geraumer Zeit ja doch eine ganze Menge Kummer bereitet. Ich meine, bewegen wir uns jetzt seit Ende April in einer circa 120-130 Punkte Range, wie man das hier sieht. Das sind immer, sag ich mal, nicht so schöne Phasen, wenn man ein Regelwerk hat, was eigentlich ein Trendfolgesystem ist oder ein Mini-Trendfolgesystem ist. Kein Bild? Auch, ne? Ach nee, ihr habt gar kein Bild. Haha, ich muss den Bildschirm wechseln. Naja, es zeigt So. deine Haupteinnahmequelle, den Sand. Ja, genau. Ja. Ich hatte am liebsten mit Eieruhren. Das ist mein Lager gewesen. Nee, weil du aus dem Baugeschäft kommst, dachte ich, das hat mit Sand zu tun. Ja, auf Sand gebaut, genau. Nee, ich konnte mit den Maßen nicht so umgehen. Mir hat nachher mal irgendwann einer gesagt, für einen Zimmermann ist ein Maß immer so weit, wie er den Hammer schmeißen kann und ein Maurer ist froh, wenn er auf dem Grundstück bleibt. Das war mir dann zu kompliziert und dann habe ich diese Branche verlassen. Ja, für mich ist ein Maß ein Liter Bier. Ja, und seitdem ich, da habe ich gesagt, ich kümmere mich um die Börse und dann habe ich gedacht, okay, mit schrägen Linien kann man hier ein bisschen was anfangen. Dann kam so ein Vogel um die Ecke und hat gesagt, schräge Linien, schräge Vögel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lasse ich das auch wieder weg. Ja, scheiß Ausländer. Okay, wir schauen uns mal die ganze Geschichte an. Gestern Nachmittag, als irgendeiner von den Jungs mal wieder eine heiße Rede gehalten hat, hat es natürlich unsere Märkte böse durcheinander gewirbelt. Wir sehen aber trotzdem, dass genau auch in solchen Zeiten, wenn wir mal eben so eine 50 oder 60, 70 Punkte Kerze hinlegen, was im Moment in solchen Ranges, wenn die laufen, sehr gut funktioniert, sind unsere Zielbereiche. Die Zielbereiche hat man automatisch in seinem Template, die kann man ein- und ausblenden, für die, die uns noch nicht kennen. Die kann man ein- und ausblenden, wenn sie einen stören. Diese Zielbereiche unterstützen uns sehr, sehr gut, gerade in solchen Range-Phasen. Wer schlürft am Hintergrund Kaffee? Ziemlich laut. Gerade in solchen Range-Phasen sind die immer eine sehr gute Unterstützung. Nehmen wir mal so einen Tag wie gestern. Wir suchen uns so wie gestern eher, ich habe gestern Morgen keinen Ausblick geschrieben, weil es etwas schwierig war mit der Internetverbindung. Wir haben als Übergeordnet, ich habe am Anfang gesagt vorhin, wir haben ein Trendfolgesystem oder ein Mini-Trendfolgesystem, wo wir uns nur zwei Zeiteinheiten anschauen, die zum Handel wichtig sind. Übergeordnet kann man mal auf den Stundenchart oder so einen Blick werfen, aber für den eigentlichen Handel, für Entry und Exit sind lediglich die Nummern wichtig, die 5 Minuten und 1 Minuten liefern. Das heißt, wir bewegen uns, haben uns gestern hier in einem Abwärtstrend bewegt. Wir hatten hier eine ganz saubere Definition. Hier gestern Morgen, das ist der Hauptgrund, warum ich morgens so zeitig aufstehe.
Komm her. Zack. Warum ich morgens so zeitig aufstehe, ist, dass ich mir in diesem Bereich, so wie gestern, zwischen 1.12.12 und 1.12.14 einen Entry suche, wenn die unteren Marken es hergeben, dass ich mit einem vernünftigen CRV handeln kann. Das heißt in diesem Fall hier eine Short Limit auf die 1.12.11, immer zwei Punkte unter diese Linie, mit Zielen bei 1.11.97, bei 1.12 glatt geht der Stop auf Break-Even, beziehungsweise mit einem Tagesziel von 12 Punkten kann man diese Nummer beenden. Hätte gestern auch sehr gut funktioniert, scheißegal, was hier nachher passiert. Wir sehen, wie unsere Zielbereiche, unsere Linien, auch wenn Olli die nicht unbedingt mag, aber wie unsere Linien sehr sauber funktionieren und auch sauber abgearbeitet werden. Hier oben die erste Marke angelaufen, hier unten einmal ganz kurz durchgepiekt, die Stops dort geholt, oben die nächste Marke abgearbeitet und dann nach unten die nächsten Marken abgearbeitet. Nachdem er die und die Marken abgearbeitet hatte, hier den Bruch nach unten an die 95 und dann hier nochmal bestätigt, um die gleiche Geschichte nach unten zu wiederholen. Und wenn wir uns die Bewegung einfach mal anschauen, hier sehen wir, dass es bis zu den News, jetzt kommt hier bitte nichts mit schräge Linien, schräge Vögel, dass es sogar bis zu den News nachher super funktioniert hat. Wenn man sich in diesem Bereich hier seine Entries gesucht hat, konnte man diese in zwei Wellen ganz sauber abarbeiten, die er dann bei den News hier wieder in einem Rutsch negiert hat und dadurch auch eine ganze Ecke bei uns durcheinander gewürfelt hat. Der Schub hat dann einmal gelangt und seitdem dieser Schub durch ist, ist es nur noch mit langen Dochten, mit langen Lunden versehen. Das sagt mir heute, dass wir sehr, sehr viel Unsicherheit durch diesen Move gestern gestreut haben. Trotzdem bin ich im Moment auf dem Trip, da wir uns hier oben sehr lange aufhalten, wäre die gleiche Marke heute hier oben in diesem Bereich zu suchen, dass wir im Bereich 1.12.12, 1.12.11 mit einer Short Limit arbeiten können, um dann hier unten ebenfalls wieder die 1.12 abzuarbeiten, die 98 und die 96. Und dann wäre das Tagesziel auch dicke durch. Wenn wir diese Nummer nachher hier unten abgearbeitet haben sollten, und das ist dann die Reihenfolge, die ich mit meinem Regelwerk handle, oben bei der 1.12.11, 1.12.11 Short, hier unten bei der 1.12 Teilglattstellen, Rest Break-Even, und hier unten bei der 98, bei der 96 den Rest glattstellen und diese ganze Nummer drehen, um dann die Richtung zu vervollständigen, die er gestern mit diesem Move hier verursacht hat. So viel, um dem Markt heute irgendwie ein Gesicht zu geben, sofern man da heute überhaupt davon reden kann, bei 1.12.11, 1.12.11. 11, 12 hier in diesem Bereich shorten, zack, da liegt sie drinne und diese Nummer kann man sogar mit 6 Punkten Stop eingehen, weil größer soll das Ding nicht werden und da ich nachher dem Michael lauschen muss, um meine Innen- und Außenstäbe endlich mal zu verstehen, weil die habe ich in seinem Buch auf meinem Schreibtisch nur mit roten Zetteln markiert, damit ich mal nachschlagen kann, wenn Dirk was darüber erzählt. Werde ich diese Geschichte komplett automatisieren hier. So viel dazu und dann gucken wir uns den Kumpelmann, den es ja gestern genauso verlegt hat. Die Shortnummer ist gestern nochmal ganz klar, wir haben gestern gesagt, die 11.850 sollte er holen auf der 11.850. Das kann man sauber in den Facebook-Accounts bei uns, egal ob im Paternoster-Club oder bei Forex-Handel mit Strategie, kann man das sauber nachlesen. 11.850 war das Zünglein an der Waage. Und wenn wir uns diese Geschichte hier, was ich sehr selten mache, im Daily-Chart anschaue,
dann sehen wir, dass er jetzt 2 Tage oder gestern hier nochmal auf die 11,850 aufgesetzt hat und dort einen sauberen Rebound hingelegt hat. Das heißt, die Jungs, die 11,850 scheint im Moment wirklich das Zünglein an der Waage zu sein, weil danach haben wir eben 300 Punkte hochgepäppelt. Aber ich glaube, dazu kann uns der Olli nachher wahrscheinlich ein bisschen mehr sagen. Wir haben es 8.03 Uhr, ich will Michael nicht so viel Zeit klauen. Den DAX, den gucken wir uns nach Michael sein Innen- und Außenstäben an, wenn das okay ist für euch von der Reihenfolge her. Für mich ist das immer okay, falls du das meinst. Und ich bin auch, ich kann ja nur DAX. Nein. Ja. Dann würde ich nämlich jetzt ganz gerne den Micha lauschen wollen, zu seinen Innen- und Außenstimmen. Dazu müssen wir aber zum Moderator machen, richtig? Wer macht das? Das macht der Mitarbeiter da. Oh, der ist schon unter Mitarbeiter jetzt. Auch nicht schlecht. Ich mache dich mal zum Moderator, Micha, wenn das okay ist. Mach mal. Mach mal. So. So. Gucke. Gucke. Da ist er. Da ist er. Guten Morgen. Guten Morgen, Olli. Bist du rasiert? Mal. Da hatte ich noch keinen, da war ich noch jung. Guten Morgen, Thorsten, Glückwunsch auch von meiner Seite. 1500 Webinare, ich weiß nicht, ich habe vielleicht 50 oder 100, wenn überhaupt gemacht, 1500 niemals. Gute Zahl, aber daher, Hut ab. So, das Thema Innenstäbe, Außenstäbe, das lag dir am Herzen. Ich habe hier 2, 3 Folien mitgebracht, die das schnell vielleicht auf den Punkt bringen. Wenngleich, ich sage es vorab, das ist natürlich ein großes Thema. In den Büchern ist das, du hast gesagt, im großen Buch der Markttechnik mit drin. An der Stelle, der eine oder andere wird mich dann vielleicht auch über die Bücher oder über die Kolumne hier, über unsere Facebook-Seite dann vielleicht mitkennen. Aber unser Thema ist jetzt hier nicht irgendwie die Bücher vorzustellen, sondern es geht um das Thema Innen- und Außenstäbe. Das gibt es ja viel im Netz drüber und auch bei dir ist das ja im Kopf da irgendwie verankert. Und ich hatte es im großen Buch der Markttechnik, beziehungsweise generell in den Händlerbuchreihen ja deswegen mit reingeschrieben, weniger weil es, und das wird oftmals falsch verstanden, ja hier nicht um eine Candlestick-Formation, um ein tolles Ein- oder Ausstiegssignal handelt, sondern weil es wesentliches Bestandteil ist für egal welchen Handelsstil man hat, beziehungsweise auch egal welche Ein- oder Ausstiegsregel man hat. Das Thema Außenstäbe bzw. Innenstäbe kann an der einen oder anderen Stelle dennoch mitunter Sinn machen, mal zu betrachten und das an der einen oder anderen richtigen Stelle auch ein Stück weit mit einfach bei sich vielleicht mit einzupflegen oder wie gesagt einfach mal mit drüber zu schauen. Aber wichtig ist, um das Thema zu verstehen, dass man es überhaupt erstmal verorten kann, wo das überhaupt in das ganze Thema Trading, Börsenhandel hinkommt. Ich habe da hier 3 Folien. Ich glaube, die sind wichtiger, wie eigentlich das Thema zu erklären, was Innenstäbe sind, um es zu erklären, wo überhaupt das Thema hinzupacken ist, weil dann wird es, glaube ich, mit dem Verständnis, was so kompliziert nun wieder auch nicht ist, etwas einfacher. Bewegung, Korrektur. Ich denke, ist jetzt im Grunde kein Problem. Erklärst du ja in deinen 1500 Webinaren sehr umfangreich und sehr intensiv. Das jetzt auf Perioden runtergemünzt ist auch kein Problem. Das Thema Innenstäbe gehört allen voran mitunter dahin, dass egal auf welchen Zeiteinheiten ich handle, ich ja festgestellt habe, es gibt Bewegung, Korrektur, das ist nichts Neues, aber, und das ist auch nichts Neues, die Bewegungsäste von den Korrekturästen sich ja wesentlich dadurch unterscheiden, dass die Bewegungsäste schnell und zügig sind, diese Dynamik, das Momentum dahinter. Ne, ob ich das jetzt markttechnisch 3, 2, 4, 7, 8 oder Fix und Foxy nenne, das spielt ja gar keine Rolle. Fakt ist eins, dieses Sahnestück fängt ja nicht erst an dem Punkt 2 an, sondern wer die Markttechnik oder generell den Börsenhandel richtig verstanden hat, der versucht ja schon weit vor einem Punkt 2 reinzukommen, was Voraussetzung natürlich ist, dass der Trend schon intakt ist, will also heißen, meistens dann in der zweiten Angriffswelle, dass man da versucht, vor dem Punkt 2
reinzuschauen. Will also heißen, im Großen und Ganzen gibt es, und das ist auch nichts Neues, ja drei Arten von Händlern, die sich selbst wiederum unterschiedlich definieren. Und genau hier gehört das Innen- oder das Thema Innenstab auch hin. Marktteilnehmer, die wie auch immer Trends handeln, für die ist das Thema Innenstab überhaupt nicht relevant, macht auch gar keinen Sinn, danach zu gucken, weil die schauen ja von Haus aus jetzt nicht auf die einzelne Periode und versuchen, diese zu definieren. Hier sind eher markttechnisch gesehen, was weiß ich, lokale Hoch- und Tiefpunkte etc. interessant oder andere Ableitungen, um einen Trend zu definieren. Es gibt aber die anderen Händler, die innerhalb eines Trendes diesen zügig vorhin erwähnten Bewegungsast handeln wollen. Ob von der 2 auf die 3 rauf auf die neue oder wie gesagt bereits vor der 2 beginnen, sei es drum, aber diesen schnellen, zügigen Ast nach oben, da ist das Thema Innenstäbe zu verorten. Wer sich da wiederfindet, der könnte ein kleines bisschen mal schauen, inwiefern vielleicht das Thema Innenstäbe Ihnen weiterhilft. Und dann gibt es natürlich den klassischen Ausbruchshändler. Auch hier gibt es ganz, ganz verschiedene Arten, dieses zu definieren, dieses zu handeln. Da gehört das Thema Innenstab definitiv halt auch nicht hin, sondern hier in den klassischen Bewegungshandel. So, und es ist ja so, wenn jemand sagt, er handelt Bewegung, markttechnisch gesehen jetzt, oder wenn auch einer sagt, ich bin irgendwie mal an diesem Momentum interessiert, dann nennt er es vielleicht jetzt nicht Bewegungshandel, aber guckt mal drauf, wäre es eben ein solcher, dann gibt es ja auch hier wiederum zwei Arten von Händlern. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt nämlich den, der sagt, ich handle einen Bewegungsast mit Stopp auf Perioden. Das heißt, er nimmt die einzelne Periode und irgendeine Logik da drauf und zieht die Stops nach. Und es gibt andere wiederum, die sagen, du, ich klappe diesen Bewegungsast auf und handelt den darauf unterliegenden Trend nach unten. So gesehen ist es auch ein Trendhandel, den man macht, aber zusammengefasst eben geht es dir um diesen Bewegungsast. Will also heißen, es ist wie in einem Haus, der eine nimmt den Fahrstuhl, der andere nimmt die Treppe. Am Ende des Tages kommen wir nahezu oben auf derselben Stelle raus, so Gott will. Nichtsdestotrotz sind zwei völlig unterschiedliche Arten der Bewegung, aber befinden uns im selben Haus, ja. So, der Innenstab oder das Innenstabthema gehört im Großen und Ganzen hier drüben in diesem Bewegungshandel mit den Stop auf Perioden, hat aber seinen Ursprung hier drüben in dem Verständnis dafür, was ja untergeordnet dann einfach in dem Markt bzw. in dem unterliegenden Trend passiert. Das heißt, im Grunde gehört dann irgendwie ja doch beides zusammen, was auch in den Büchern sehr ausführlich beschrieben ist mit dem Thema Kippbild. Und das ist ja etwas, was völlig losgelöst, welchen Handelsstil man selber hat, ob man das jetzt Markttechnik oder nennt, völlig wurscht. Fakt ist eins, man muss ja in dem Moment, wo man sich mit zeitbasierten Charts auseinandersetzt, ein Großteil macht es ja, nicht alle, ist auch nicht schlimm. Ich selber bin jetzt auch nicht so der große Fan von Zeiteinheiten. Dann muss man sich aber mit dem Thema Kippbild auseinandersetzen, weil ja nun mal, hier ist dieses klassische Kippbild von den Kindern, immer in jedem Chart zwei Bilder vorhanden sind. Und die Kunst muss es sein, und das bringt den Handel einen erheblich vorwärts, wenn man auch das zweite Bild erkennt. In unserem Fall hier sieht man ja den Baum, das ist, denke ich, jedem klar. Und nachher auch die Männerköpfe in ihrer Anzahl mal 7, mal 8. Der eine sieht nur einen. Thorsten, wie viele siehst du? Siehst du überhaupt einen? Ich sehe 4, aber da das ja mit da das Männer sind, gucke ich da nicht so hin. Kannst du irgendwann so ein Bild mit Frauenköpfen malen? Kann ich besser erkennen. Ich bastel dir eins, da kannst du gucken dann später. Aber das Grundproblem ist klar, beziehungsweise die Grundaussage, aha, es gibt zwei Bilder in einem und ein Chart ist auch so etwas. Und hier haben wir das ganz kurz schematisch dargestellt. Wie gesagt, wir machen die Kurzfassung davon. Es gibt also Marktteilnehmer, die linke Hand jetzt hier einfach den klassischen Chart anschauen, egal welche Zeiteinheit, egal welcher Markt, völlig wurscht, und du siehst du einen sauberen Bewegungsast nach oben und diesen Bewegungsast aufgeklappt, kannst du natürlich auch untergeordnet jetzt den sauberen, mehr oder weniger sauberen Trend da drinnen sehen. Beides ist der Bewegungsast und ich muss mich als Händler entscheiden, was liegt mir mehr? Die Frage hierzu ist die Frage, wie viel Nähe zum Markt möchte ich haben? Handle ich diese Bewegung mittels Perioden nach oben oder handle ich sie mit dem untergeordneten Trend nach oben? Vorteil ist natürlich bei den Perioden, je nach Zeiteinheit, wenn ich einen zeitbasierten Chart habe und jetzt nicht ein Renko-Chart beispielsweise, wo ich ja nicht weiß, wann die einzelnen Kerzen bzw. Bricks fertig sind, habe ich eben einen 10, 20, 30 Minuten Taktung in meinem Trading drin, wo ich vor den Schirm müsste. Die meisten sind halt dennoch halt davor, sei es drum. Oder aber hier unten, ich handle den untergeordneten Trend, dann weiß ich natürlich nicht genau, wann die Korrekturen sind. Das heißt, ich bedarf immer untergeordnet etwas mehr Nähe zum Markt, gerade wenn du den Trends handelst. Und du eben nicht weißt, wann die Bewegung und die Korrektur erst als solches anfangen bzw. beenden. So,
Wenn ich das jetzt hier schaue, dann ist es mir völlig klar, dass untergeordnete Trend jetzt mit beispielsweise lokalen Hoch- und Tiefpunkten nach oben mich ein gewissen Stück halt führt. Wenn ich aber dann drüber schaue, und das ist das Kippbild, dann ist mir natürlich auch klar, dass dieses untergeordnete Gezappel, was ich ja synthetisch wegstaffeln, mir weg verschlucken möchte mit diesen zusammengebastelten Charts, sprich 10 Minuten, 60 Minuten, ja dennoch untergeordnet vorhanden ist. Und das darf man an der Stelle halt nicht vergessen. Die Trading-Anfänger, mich einst mit eingeschlossen, ist ja das, was einst uns verrückt gemacht hat, dass die einzelne Periode rauf, runter ging. Erst dachte ich, der Markt brennt, dann steigt er wieder rauf, dann geht er wieder runter, rauf. Will also heißen, mitunter tut man, weiß ich nicht, wie viel Kerzen in einer Kerze, wie viel Drehzahlweise da absetzen, weil man von diesem Gezappel da hin und her verrückt gemacht wird. Irgendwann checkst du mal, dass der untergeordnete Marktverlauf ja eben, wenn es ein Trend ist, aus Bewegung, Korrektur versteht, die synthetisch zusammengefasste Kerze ja zwangsläufig hin und her bewegen sich muss. Jetzt ist es nur eben aber so, wenn ich Bewegungshandeln mache, will also heißen, mit Stopp auf Perioden agiere, was ja im Grunde ja völlig in Ordnung ist, dann darf ich aber nicht so tun, als gäbe es die lebensnotwendigen und für den Bewegungshandel ja notwendige Korrekturen, als gäbe es diese nicht. Der Wunschgedanke natürlich oftmals ist ja, dass man sagt, wow, ich kriege hier einfach nur einen Steinschub nach oben und ich habe logischerweise, ich habe jetzt hier keine Maus, ich muss das mit dem Mac hier so machen, sieht nicht schön aus, aber eben ist klar, ich habe jetzt nur steigende Kerzen. Wunderbar. In der Realität ist es hin und wieder mal zu Nachrichtenfällen mitunter auch machbar, wenngleich gerade wenn der Markt zu viel Momentum kriegt, dann gibt es ja meistens dann auch nicht mehrere Kerzen, sondern nur eine. Dann sieht es aber dennoch halt so aus, dass aufgrund von dem untergeordneten Bewegung Korrektur natürlich die Kerzen unterschiedlich aussehen und je nachdem, und das ist jetzt wichtig, wie der Trend zeitlich läuft, ich hier eben mal mehr oder weniger Kerzen bekomme. Es ist ja ein zeitbasierter Chart. Innenstäbe und nicht zeitbasierte Charts, muss man ein paar Besonderheiten beachten, aber das ist jetzt hier nicht unser Thema. Ich betone es nochmal, es geht hier um zeitbasierte Charts. Und wenn der untergeordnete Trend und dessen Korrekturen hin und wieder mal zeitlich länger laufen, ist es ja nicht verwunderlich, dass sich eben Perioden dazwischen schrauben, die gewisse Eigenschaften haben. Und da sind wir jetzt auf einmal ja auch bei dem Thema Innenstäbe, nämlich damit drin. So. Bewegungshandel und Innenstäbe. B-Handel habe ich jetzt hier abgekürzt. So, wollen wir mal schauen. So können das auf dem klassischen Chart ausschauen. DAX, Euro, völlig egal. Auch im Bitcoin, völlig wurscht. Überall gibt es die Dinger. Muss es ja auch geben, weil es gibt einen untergeordneten Marktverlauf. Also gibt es dort Korrekturen. Also gibt es übergeordnet zusammengefasst auch gewisse, ja, sag mal einfach Candle, nicht Muster, sondern einfach Eigenschaften, die Candle zueinander haben. Und beispielsweise hier, ne, man sieht das hier sehr schön, diese Eigenschaft, die zumindest jetzt markttechnisch relevant wäre, dass diese Innenstäbe mitunter mal drüber, aber auch mal drunter rutschen können, unter eine Periode, die ganz linksseitig liegt, als Außenstab genannt wird. Oder nennen Sie es, wie Sie es wollen, ist völlig wurscht, die Definition. Fakt, es gibt außen links eine Periode, die scheinbar die anderen Perioden gefangen hält. Achtung, nicht zu verwechseln mit den klassischen Inside-Bars, der klassische Innenstab, der sich aus der Korrektur und aus den Bewegungsästen untergeordnet einfach resultiert, der darf auch völlig, weil es eben kein Candlestick-Muster ist, drüber und auch drunter rutschen, spielt überhaupt keine Rolle. Interessant ist, dass er oftmals mit seinem Schlusskurs innerhalb dieser Hoch-Tiefspanne, Achtung, es geht nicht um den Kerzenkörper, es geht um die Hoch-Tiefspanne, von dem Außenstab einfach schließt. Jetzt könnte einer sagen, alles klar, dann muss ja demnach der Außenstab immer der größte sein. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern auch hier haben wir eine ganze Menge Innenstäbe, wenn man schaut. Ja, ich tue es mal hier so hin und her machen, da sieht man das sehr schön. Das heißt, hier gibt es linker Hand den Außenstab und Perioden, die drüber rutschen, Perioden, die drunter rutschen und da drinnen ganz normal ihren Ablauf machen. Nichtsdestotrotz mit dem Schlusskurs dann oftmals innerhalb dieser Perioden sind. Natürlich ist wie bei jedem Candlestick-Muster immer der Fall, völlig normal auch, dass mit den steigenden Zeiteinheiten das ganze Thema Relevanz hat. Also Innenstäbe auf einem 1-Minute-Chart zu suchen und nachher noch ein illiquider Markt, das macht nicht richtig viel Sinn, auch wenn sie optisch vielleicht da sein mögen, ist das aber nicht das, was deren Aussagekraft dann bestätigt.
10 Minuten aufwärts, ne, in dem liquiden Markt siehst du sehr schön die Dinger. So, und warum sind die relevant? Weil, wenn jetzt ein Händler, und das ist jetzt hier in dem Schema schnell und pünktlich auf den Punkt oder auf den Punkt gebracht, wenn ein Händler jetzt ganz klassisch den Bewegungshandel mit Stop auf Perioden macht, dann wird er in der normalsten Form, es gibt da ja sicherlich auch noch andere, aber irgendwie die Stops halt nachziehen. Will heißen, er hat hier linker Hand irgendeinen Einstieg gefunden, spielt ja gar keine Rolle, was es ist. Es geht ja jetzt nur um den Stop. Und er zieht jetzt die Perioden, Tagesbasis, 10 Minuten, whatever, einfach nach, Stop, 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 bis eine Periode kommt, die ihn hier aus dem Markt nimmt. Okay? Das oftmals ist mitunter auch schon mal gar kein schlechter Stop. Ich meine, jeder Stop, der irgendwie so halbwegs nachgezogen wird, ist ja schon mal nicht schlecht im Vergleich zu dem klassischen Trading-Anfänger, der dann halt irgendwo erstmal den Stop hinsetzt. Nur nichtsdestotrotz kann man mit den Innenstäben unter deren Beachtung den Stop etwas verfeinern. Darum geht es ja. Will also heißen, dass wenn ich dasselbe Schema hier rechts nochmal unter einem zweiten Blickwinkel mit einer anderen Brille sehe, dann sehe ich, stelle ich ja fest, hier ist mein Einstieg, nach wie vor ist ja dasselbe Schema, dass hier diese roten, die blauen Perioden Innenstäbe sind, was mir natürlich ja in der Betrachtung des Marktes, wenn er reinkommt, ja das erste Mal hier erst auffällt bei der ersten blauen Periode. Will also heißen, in dem Moment, wo eine Periode kommt, die mit ihrem Schlusskurs innerhalb der Vorperiode ist, dann könnte ich jetzt davon ausgehen, dass die rote Periode demnach ein Außenstab wird, oder ist. Und jetzt im Nachgang solche Perioden kommen in ihrer Anzahl natürlich für das Trading erstmal ungewiss, die eben diese Eigenschaften haben, dass sie hin und her pendeln. Was ja nichts anderes ist wie, und das ist das, was in den Foren oftmals sehr, sehr falsch dargestellt wird, Innenstäbe irgendeinen Blödsinn, das braucht man nicht. Nichtsdestotrotz, wenn ich mit der Bewegung jetzt hier in einem Bewegungsast, Moment, in einem Bewegungsast hier unterwegs bin, hier aufwärts, so, dann ist ja untergeordnet ein Trend nun mal da und diesen handle ich ja mehr oder weniger dann synthetisch nach oben mit meinen Perioden und dieser Trend hat ja nun mal Korrekturen. Und was ich nicht weiß, ist, wenn der Markt wie hier jetzt einen ersten Innenstab ausbildet und der beispielsweise in unserem Fall jetzt hier auch noch ein Umkehrstab ist, das weiß ich ja, also sehe ich ja jetzt, weiß ich aber, und das weiß kein Händler der Welt, ob das jetzt, was hier kommt, die kleine Korrektur ist, die lebensnotwendig ist, damit meine Long-Position weiter nach oben geht? Oder ist das wirklich der Beginn der großen Korrektur dessen, was meinen ganzen Bewegungsast beendet? Das könnte man an einer Stelle etwas schlauer versuchen, ein kleines bisschen rauszukriegen, wenn ich sehe, dass der Bewegungsast weit über den Punkt 2 hinaus ist. Ja, dann ist ja sowieso der ganze Handel ein bisschen anders. Aber wenn ich jetzt hier an vor der 2, an der 2 ein Stück drüber bin, weiß ich es halt eben nicht. Und dann wäre es echt doof, wenn ich meinen Stopp näher rannehme. Ich betone nochmal, näher rannehmen werde ich meinen Stopp, je weiter der Bewegungsast über der 2 ist. Das ist eine andere Nummer, aber von der reden wir jetzt nicht. Also wäre es schlauer, statt den Stopp ranzunehmen, zu sagen, nee, es könnte ja mitunter die lebensnotwendige Korrektur sein. Will also heißen, es wäre besser, ich würde meinen Stopp A nicht nachziehen, B nicht stehen lassen, sondern wirklich ein Stück wegnehmen. Nicht mit wegnehmen im Sinne von, ja, ich will Recht haben, schnell, schnell weg den Stopp, sowas nicht, sondern eben der notwendigen Korrektur und geordnet den notwendigen Platz einfach lassen. Hier sieht man das sehr schön. Haben wir es nochmal zusammengefasst. Linke Hand ganz normal, Stop, Stop, Stop auf die Perioden rauf. Soweit ja interessant und normal, nichts Neues. Auf der anderen Seite auch nichts Kompliziertes, bei weitem nicht. Stop, Stop, Stop. Jetzt sehe ich bei dieser Periode hier, dass deren Schlusskurs innerhalb der Vorperiode ist. Es könnte also eine untergeordnete Korrektur sein, das hier jetzt ein paar Mal erwähnt, dann wäre das der Außenstab, Stopp nachziehen wäre doof, Stopp stehen lassen wäre auch doof. Warum? Weil viele Perioden hier drinnen auch mal drunter gehandelt werden können. Ist da völlig normal. Eine Korrektur, wie es der Name ja dann sagt, geht ja nun mal in den Bewegungsast ein Stück nach unten rein. Also macht es auch keinen Sinn, den Stopp stehen zu lassen. Dann wäre es besser, ich würde ihn nachziehen. Da würde ich nicht so viel Geld auf den Tisch lassen. Besser ist, nachher halt wegzuziehen. So, um den Stoppverlauf da unten zu lassen, bis dann halt was passiert. Das sind die Varianten, die passieren können. Ich lasse also jetzt hier meinen Stopp hier unten stehen und jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß deren Anzahl nicht, können drei Sachen passieren. Variante A, der Markt pfeift wirklich unter meinen Stopp drunter an irgendeiner Vorperiode und danach saust der Markt beispielsweise wieder rauf. Variante 2, Punkt, 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 will also heißen über
2, 3 mal 7 mal 11 Perioden hinweg bleibt mein Stopp hier unten. Es kommen nachfolgend Innenstäbe rein. Es kommt dann eine Periode, die man außerhalb wieder schließt. Ich ziehe meinen Stopp einfach wieder ran, so wie bisher gewohnt. Aha, die untergeordnete Korrektur ist scheinbar vorbei. Dann geht es weiter mit dem Bewegungsast. Oder aber, was auch sein kann, dass ein Schlusskurs, gerade wenn der Computer handelt, ist das für ihn relevant, mal außerhalb des Außenstabes ist, auf der unteren Seite, dass der Computer dann sagt mitunter, okay, ich gehe raus, besser mitunter noch, je nachdem, wenn man es programmiert, dass man sich das auch nochmal bestätigen lässt, ob wirklich dann auch der nächste Kurs drunter geht. Oftmals hast du dann auch, dass er wieder hochrutscht. Das heißt einfach nur zeitlich bedingt, die Periode hier Schluss war und die nächste Periode einfach raufgeht. Das heißt einfach nur durch die Zeittaktung, es so aussieht, muss man da mal schauen. So, diese drei Varianten können halt nur passieren und dann sieht am Ende des Tages richtigerweise ein Bewegungshandel so aus, dass man den Stop nämlich untergeordnet sich dem Trend anpasst, den ich ja auch, würde ich den untergeordneten Trend handeln und ich betone, Bewegungshandel und Trendhandel, Bewegungshandel mit Stopp auf Perioden und Bewegungshandel mit Stopp auf untergeordneten Trend ist dasselbe Haus, nur Fahrstuhl und Treppe. Will also heißen, ein ordentlicher Bewegungshandel, Entschuldigung, sieht dann halt wirklich so aus, dass die Stop, sobald ein paar Eigenschaften hier von den Perioden auftreten, weggezogen wird und im Nachgang zügig wieder dem zu folgen, aha, wieder untergeordnete Korrektur, ich gehe wieder ein Stück weg, wieder untergeordnete Korrektur, ich gehe ein Stück weg. So, das wäre ein sauberer Marktverlauf für den Bewegungshandel, für den Stopp des Bewegungshandels. Genauso ist es so. Und hier sehen wir das nochmal mit diesem. Du sollst mal Luft holen. Wir haben Angst, du fällst um. Nein, mache ich nicht. Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Deswegen. So, wir haben also hier jetzt nochmal dieses Kippbild hier auf der Folie. Bewegungshandel nach oben, Stopp untergeordneter Trendverlauf, Stopp auf Perioden. Und wer das nachlesen will, ist ein ganzes Buch dem Thema auch gewidmet. Das ist der Band 3. Und jetzt muss man nochmal schauen. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der ja auch zu Recht generell fragt, was ist denn jetzt besser? Nehme ich den Stopp auf den Perioden? Nehme ich den Stopp auf den untergeordneten Trendverlauf? Das ist dasselbe, wie wenn du wirklich in einem Haus stehst und in erste Etage und fragst, was ist jetzt besser? Ich will da nach oben kommen. Nehme ich den Fahrstuhl oder nehme ich die Treppe? Es ist eine Frage der Konstitution, würde man im Haus jetzt sagen, im Börsenhandel ist es eine Frage, wie viel Nähe zum Markt möchte ich haben. Was ist damit gemeint? Der Periodenhandel, was ich beispielsweise Tagesbasis, beispielsweise 60 Minuten, dann habe ich ja eine zeitliche Taktung, die mir viel, viel Freizeit oder Zeit oder was auch immer, wie man das jetzt ausschmücken möchte, was der Inhalt nachher dessen ist, was ich in der Zeit mache, fernab vom Börsenhandel gibt. So, wenn man aber auf 10 Minuten jetzt beispielsweise rumhandelt, ja, und da ja sowieso im Zweifelsfall dennoch nur davor sitzt, dann ist natürlich die Nähe zum Markt ja von vornherein gegeben, dann wäre es fast besser, man handelt das, was das Original ist, den untergeordneten Trend, dann kannst du im Großen und Ganzen ja nicht so viel falsch machen, außer dass der Trend halt mal rutscht nach unten und du machst das Thema Wiedereinstieg, versuchst in deinem ganzen Thema Börsenhandel schlau zu integrieren, dann hast du damit kein Problem und hast die Stops ja immer halbwegs richtig. Solltest du aber, wie gesagt, mit den Stops auf Perioden handeln, macht es schon Sinn, sich mal seine bisherigen Trades anzuschauen und mal zu gucken, wo gab es Stoppverläufe, die in Innenstäbe reingerutscht sind und im Nachgang der Markt noch ein ganzes Stück weitergelaufen ist. Und gerade sollte man das bei sich feststellen, macht es mitunter, und das wäre einfach der Hinweis jetzt von den paar Minuten, die ich jetzt gesprochen habe, schon mal Sinn, mal zu überlegen, ob wir das Thema Innenstäbe sich mal ein bisschen näher betrachtet und versucht, in seinem Börsenhandel ein kleines bisschen einfließen zu lassen. So, da haben wir das. Soweit wäre ich einfach durch. Ist das jetzt richtig? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, genau, das Bild brauche ich nochmal. Das heißt, wenn ich jetzt long gehe, lege ich jetzt meinen Stop auf die 6.355. Dann bin ich sicher, oder? Warte mal, ich habe hier das Go-To-Webinar drüber. 6.355, hier. Ja. Also wenn ich jetzt long gehe bei der 12.057, dann bin ich mit dem Stop jetzt bei 6.355, bin ich sicher, oder? Ja, was, also, warte. Die 6.000 Punkte, das ist doch kein Problem. Genau. Genau, sonst schießen wir nach. So,
Für jemanden, der den Trend als solches handelt, dessen Stop liegt halt hier. Natürlich durch die unterschiedliche Nähe bedingt, hast du in einem und demselben Bewegungshandel unterschiedliche Stop-Verläufe, so wie du ja auch unterschiedliche Stufen hast, wenn du mal liegt der eine vorne, mal der andere vorne. Es kann ja sein, dass der Trend einen riesen Bewegungsast nach oben macht, ohne eine Korrektur. Der andere wiederum, der Periodenhandel, durch die Taktung der Zeit mitunter mal vorne liegt. Ne? Bei dem anderen ist aufgrund der Korrektur, die weit zurückliegt, da liegt sein Stopp mal hier, die überholen sich ja gegenseitig mal so. Und das Einzige, was da richtig und was falsch ist, ist für sich nicht die Frage, was ist von den beiden besser. Du kommst mit beiden, das Thema Wiedereinstieg, was jetzt überhaupt jetzt hier nicht das Thema ist, beachten, ziemlich weit nach oben, logischerweise, und dürftest nicht wahnsinnig viel unterschiedliche Punkte jetzt in der Differenz haben. Je nachdem, wie der Marktverlauf mit der Korrektur halt unten drunter läuft, sondern es ist die Frage, der Ausgangspunkt, was ist besser für mich, ist die Frage, wie viel Nähe zum Markt möchte ich einfach haben. So, und wie sieht es bei dir aus, Thorsten, das Thema Innenstäbe, das heißt, ihr macht ja auch viel mit Perioden, wie sehr wird der untergeordnete Korrekturverlauf einfach damit, fließt der einfach mit ein? Also ich bin dabei, mich mit den jetzt, ich glaube, ich habe dein Buch das erste Mal vor 10 Jahren gelesen oder so, und ich fange jetzt erst an, mich wirklich mit Innen- und Außenstäben so im Bereich 30 Minuten und Stunde zu befassen, weil Dirk mich immer wieder mit der Nase drauf stößt und immer wieder sagt, ja, das spielt eine Rolle, das spielt eine Rolle. Und deswegen war ich auch froh, dass du gesagt hast, okay, du versuchst auch mir das nochmal zu erklären. Aber wir beide haben eben ganz kurz aneinander vorbeigeredet. Ich meinte, wenn ich jetzt long gehe bei 12.055, dann bin ich doch jetzt mit einem Stop bei 6.350 gut bedient, oder? Auf welcher Zeiteinheit bist du denn unterwegs? Dekadenchart. Wie gesagt, also man schaut mal, es ist ja wirklich so, wenn ein im Periodenhandel der Stop zu weit weg ist, ja, Himmel, Herr Gott, dann klappst du auf und siehst, wenn untergeordnet die letzte Korrektur hier ist, sofern du jetzt nicht den Bewegungshandel direkt aus der Korrektur deiner Signalebene rausmachst, dann ist ja mitunter der erste Korrektur, muss man gucken, wo halt der Trend halt losgeht. Dann ist es mitunter auch besser, obwohl du Bewegungshandel machst mit Stop auf Perioden, den Stop mitten in die Periode reinzulegen, sieht erstmal dämlich aus, klappst du es aber auf, ist da unten irgendwo der erste Punkt 3, wo du sagst, ich setze es halt ein Stück drunter, oder das sind alles dann Details, wo im, aber irgendwo an diesem Punkt 3, das ist dann irgendwie halt das Thema, wo man sagt, dann richte ich mich nach dem aus, schlicht und ergreifend, weil diese Periode in ihrem Fall auch viel zu groß ist. Ne? Und das macht dann auch keinen Sinn, so große Perioden in den Stoppverlauf mit reinzunehmen, wenn du untergeordnet hier mittlerweile einen sehr sauberen Trend hoch hast, den du doch sowieso nach oben handeln möchtest. Ja? So, das setzt natürlich voraus, dass sollte der Markt mal drunter rutschen, was er ja oft genug, gerade wenn man aus der Korrektur heraus unten handelt, ne? Mal unter die 3 durchrutscht, was dir vielleicht im Periodenverlauf dann einfach in der Wahrnehmung gar nicht, bist du gar nicht dabei, weil du das so gar nicht wahrnimmst, dann ist natürlich das schnell auch, dass du mal ausgestoppt wirst, heul, heul, aber das ist ja nicht schlimm, sofern das Thema Wiedereinstieg sofort auch wieder da ist mit Stopp hier oben oder im Idealfall kommt halt hier einfach eine neue 2 und auf zur nächsten Runde und es ist okay. Das ist aber auch das, wo man dann sagt, ja, ich nutze die Nähe zum Markt nicht nur aus, um mich gedanklich an den Börsenhandel zu erwärmen, damit die Zeit drum geht, sondern auch zu sagen, ich mache was aus dieser Nähe zum Markt. Das heißt, wenn meine Stops schon enger sind, dann ist das das eine, aber ich nutze das dahingehend auch, dass ich so schnell wie möglich die Großwetterlage und das übergeordnete Bild stimme ich jetzt mal vorausgesetzt, ich auch das Thema Wiedereinstieg dann eben nutze. Das ist ja nachher eigentlich das Thema auch von der Nähe zum Markt zu haben. Okay, so Thorsten. Ja. Also ich denke, dass das Thema Innenstäbe jetzt mal, wie gesagt, nicht so sehr als Periodensicht, das wäre der falsche Einstieg, sondern sagen, wow, es gibt den untergeordneten Marktverlauf und dessen Schwankungskorrekturen, die machen mir irgendwie ein bisschen scheinbar das Leben schwer. Und wenn man über diese Eingangstür das Thema Innenstäbe betritt, dann betritt man es an der richtigen Stelle, weil dann merkt man, dass es eben die Innenstäbe ja nur etwas Synthetisches sind auf etwas Originäres, nämlich der untergeordnete Korrekturverlauf, der ist Gott gegeben, einfach nur mal bei jedem. Und ob ich das Ding nachher Innenstäbe nenne oder irgendwas anderes draus mache, das sei es ja mal drum. Die Markttechnik jetzt in dem Sinne, die Stops so ein Stück zurückversetzen, ist eine Überlegung dahinter. Ja?
dann ist es die richtige Art und Weise, sich dem Thema mal zu nähern. Einfach nur zu sagen, wow, es ist ein Candlestick-Muster, irgendwas vom Vogt. Ich habe das Thema Innenstäbe nicht erfunden, bei weitem nicht, weil dann hätte ich die untergeordnete Korrektur erfunden und das möchte ich mir nur wirklich nicht auf die Fahne schreiben. Aber über diesen Eingang, denke ich, in das Thema hinein macht es Sinn und es macht dann wirklich für den Bewegungshandel, gerade wenn man weit vor dem Punkt 2 reingeht, sehr, sehr Sinn, dass man den untergeordneten Korrekturverlauf lieben lernt, weil man ja viel Wegstrecke haben möchte. Und viel Wegstrecke heißt, ich muss meinen Stopp ja schlau setzen. Ist er zu nah dran, fliege ich zu schnell raus? Ist er zu weit weg, bin ich ja nah im Trendhandel drin? Und diese gesunde Mitte, aus meiner Sicht, finde ich eben nur, wenn ich das Kippbild beachte. So, Thorsten, das von meiner Seite. Schluss aus. Wie ist das bei den Außenstäben? Die beachte ich so jetzt. Ja gut, der Außenstab ist ja schlicht und ergreifend dann jener, der ja diese Innenstäbe rein formal als Periode definiert. Ich muss, warte mal ganz kurz, ich muss mal gucken, wie ich hier diese Malerei hier wegkriege mit dem Citrix. Wartet mal, ich muss mal gucken, wie ich das hier wegkriege alles. Alle Zeichnungen löschen. Ja, so, warte mal, ich gehe mal auf eine leere Folie. Wartet mal. Wie macht man das? Sekunde. Boah. Gib mir mal eine Sekunde, Zeiger. So, ist das das? Ah, hier. So, hier die Sekunde zum Loch. Ja, so. Also hier jetzt nochmal vom Olli die Frage. Stift, habe ich jetzt Stift? Nee, ich habe keinen Stift, wartet. Blau. Textmarker. Ach so, jetzt habe ich es verstanden, wie es geht. Alles klar. So, okay. So, Periode. Jetzt weiß ich noch nichts. Einfach saubere Perioden. Was weiß ich? Hier oben ist die 2. Ich bin halt, das ist die zweite 2, nicht die erste 2. Sonst würde ich ja den Trend noch nicht sehen und würde ihn denn davor handeln. Das wäre ja echt dämlich. Also hier irgendwie so läuft das und hier, nee, das war jetzt falsch. So. Hier oben ist dann eine weitere 2, so muss man es dann sehen. Okay, so und jetzt kommt 1, die Periode geht rauf und kommt runter. Dann ist also das jetzt hier mein Außenstab, er hier. Ich habe jetzt keine Maus, deswegen ist das hier ein bisschen kindergartenmäßig gemalt. Nächste Periode und jetzt fliegt der Markt mal hier drunter und zack hierher beispielsweise. Mein Stop lege jetzt hier unten. Pass auf, Achtung, nächste Periode geht rauf und kommt wieder rein. Wenn ich Innenstäbe verstanden habe, werde ich einen Teufel tun und meinen Stopp hier unten lassen, obwohl das hier alles die Innenstäbe sind und das hier linker Hand der Außenstab ist, weil ich ja sehe, dass hier oben wieder ein Mini-Punkt 2 ist, ein kleiner lokales Hoch und der Markt ist drüber. Völlig normal untergeordnet, ein Bilderbuch-Trend und das Synthetische ist für mich, hat nicht höchstes Gericht, sondern höchstes Gericht hat wie viel untergeordneter Marktverlauf. Also werde ich den Stopp, obwohl er hier unten ist, sofern nicht der Computer handelt, der checkt das so nicht. Wenn ich es aber sehe, meinen Stopp hierher setzen an dieses Tief, weil das ja die kleine untergeordnete 3 ist. Sollte der Markt jetzt beispielsweise hier wieder durchfliegen, dann wäre ich natürlich an der Stelle ausgestoppt würden, dann würde mein erstes Stopp-Buy hier unten liegen. Im Idealfall passiert aber nachher diese Geschichte, es ist wieder Innenstab. Ja, jetzt würde ich meinen Stopp natürlich hier auf diese 3, auf die mögliche 3 setzen und sollte der Markt jetzt hier wieder drüber fliegen, dann bin ich an der Stelle, an der kleinen 2 halt wieder drin. Mein Stopp bleibt dann jetzt nach wie vor, was die Innenstäbe betrifft, dann halt hier unten irgendwo oder ich setze ihn genau hier unten an die 3. Mache ich es genau, nehme ich den untergeordneten Trend, macht es der Computer, nimmt er grob die Perioden, mache ich ohne Computer, dann versuche ich es halt mit den Perioden und deren Abstand dann halt so immer ein Stück weit unter der 3 die Perioden mir zu suchen. Das sind aber genau die Nummern, glaube ich, die bei mir mich vor Jahren immer erwischt hat. Wenn ich gesagt habe, okay, ich handle rein nach Markttechnik, das letzte Tief ist kaputt, wenn das letzte Tief oder das letzte Hoch mit einem Tick verletzt wurde, okay, ziehst deine Stops eng hinterher und dann habe ich die dahinter gesetzt, ziemlich eng dahinter gesetzt und dann gab es wieder was an die Backen, bin ich wieder rausgeflogen, das Ding ist ohne mich losgerannt, wie blöd. Wenn man sich aber das aus der Sichtweise mal betrachtet, ist das eine ganz andere Nummer. Also ich fand deinen Hinweis sehr gut, das im Nachhinein einfach mal im Chart abzugleichen, wenn jemand immer wieder genau diese Situation hat, dass er hier oder da was an die Backen kriegt und nicht versteht, warum der Markt immer ohne ihn wegrennt und ihn vorher rausschmeißt.
wenn man das unter diesem Gesichtspunkt sieht. Und diese Aussage, innerhalb von Innenstäben nicht zu handeln, die muss man ja auch ein Stück weit relativieren. Natürlich sollst du hier drinnen nicht die einen, also wenn einer seinen Handel darüber definiert, dass er sagt, oh, eine grüne Periode, ich gehe long, oh shit, eine rote Periode, ich drehe die Position, ja, und dann wieder grün und ich drehe sie wieder nach oben und oh, also dieses Swip-Swip da hin und her, dann ist der Innenstab natürlich sehr gut dafür geeignet, sein Konto innerhalb von einer Stunde zu halbieren. Ja? Und wenn der Rauch verflogen ist, dann siehst du, sagst du, scheiße, ne, ist überhaupt nichts passiert, die Dinger sind noch hin und her. Natürlich, weil doch untergeordnete Korrekturen oder jede Korrektur, ja natürlich untergeordnet, dann stellenweise auch wieder eigene, aber doch engere Trends und eher unsaubere hat. Und dieses kleine Hin und Her, das nehme ich jetzt als Maßstab für mein Handel. Das kann es ja natürlich nicht sein. Nichtsdestotrotz ist es so, dass nur weil Innenstäbe sind und jemand handelt jetzt hier einfach an der Stelle long und setzt seinen Stop hier runter und sagt, wow, die untergeordnete Korrektur ist weit gelaufen, scheißegal, wie viele Perioden jetzt hier drinne sind und weil die Korrekturzeit nicht lange läuft, ja logisch sind es auch viele Perioden, es ist doch ein zeitbasierter Chart. Na, dann kann er natürlich innerhalb der Innenstäbe ja, muss er ja handeln, weil wenn du genau guckst, wirst du ja wenig Stellen im Markt finden, wo mal kein Innenstab ist. Überwiegend sind Innenstäbe, weil ja überwiegend auch untergeordnet eben diese langen Korrekturen oder längeren Korrekturen halt da sind. Von daher kannst du dein Konto gleich zumachen, wenn die Aussage ist, wenn ein Innenstab ist, ja, kannst du nicht handeln, dann handelst du im Großen und Ganzen gar nicht. Okay? Sondern das Thema Innenstäbe fängt dann erst an, Sinn zu machen, wenn ich eine Position habe. Und dann schaue ich ein kleines bisschen mal danach. Okay. Gut, ich muss mich verabschieden. Jetzt, ja. Ich habe zeitlich noch ein bisschen, jetzt hier geht's los. Bin jetzt hier nicht ganz im Urlaub wie du hier, Thorsten. Ich wünsche dir nochmal an der Stelle noch weitere 1500 Webinare und den Ollischen Gruß auf die andere Insel rüber. Und bis dahin und toi, toi, toi. Die Nummer 2000 machen wir beide dann wieder live, ne? Das wäre dann nächste Woche bei dir, gell? Bis dann, mach's gut. Alles klar, danke. Jo, danke, ciao. So. Ich kann das nochmal langsam wiederholen, wenn du willst. Bis um 10. Ja. So. Ich nehme jetzt einfach mal ganz kurz den Schirm. Okay, so viel hat sich nicht getan. Ich weiß, der eine oder andere, der hat jetzt, ich gucke jetzt hier einfach mal in den Chat und sehe hier, Mensch, hört er überhaupt nicht mehr auf und er soll mal Luft holen und das ist nicht gut für sein Herz. Sicher, der eine hat hier geschrieben, das ist kein Futter für 30 Minuten, hat der Dieter geschrieben. Hat er vollkommen recht, das ist auch kein Futter für 30 Minuten, aber ich wollte dem Micha jetzt auch nicht zwingend 4 Stunden geben, weil ich weiß, Micha pflückt dieses Thema sonst in 4 Stunden auseinander und sehr, sehr genau. Mehr dazu findet man ja auch in dem großen Buch der Markttechnik, wo man das viel sauberer nacharbeiten kann, was ich inzwischen ja auch getan habe. Mein Anliegen war es eigentlich mal, ein Thema aufzugreifen, was für viele ein Hassthema ist. Also, ich sage es nicht, ich weiß, bei Dirk weiß ich genau, der benutzt es sehr viel. Bei Olli weiß ich das nicht, ob er das viel benutzt. Aber ich weiß, dass der Dirk es viel benutzt in übergeordneten Zeitebenen. Für mich fängt es erst an, zum Thema zu werden. Ich habe es wirklich lange ignoriert. Und wenn ich aber mal so auf die Konkurrenten schaue, nee, das sind ja keine Konkurrenten, sind ja alles chancenlose Mitbewerber, ne Olli? Oder wie nennt man die? Dann weiß ich, dass der ein oder andere das Thema besser verfolgt als ich und damit auch erfolgreicher ist. Was gibt's da zu lachen im Hintergrund? Ich hab dich lieb. Ach so, ja, schräge Linien, schräge Vögel. Genau, schräge Vögel mag ich. So, jetzt würde ich ganz gerne, ihr seht hier, im Moment gibt's hier noch gar nicht so viel zu tun und hier auch nicht, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ist Dirk schon wach genug jetzt? Hat er schon seinen Espresso im Kopf oder muss er noch ein bisschen Luft holen? Ist er überhaupt da? Der ist eingeschlafen.
Also wenn du willst, kann ich kurz DAX machen, weil der Dirk geht ja dann auch auf den DAX ein. Ja, also einer von euch beiden, wär mir jetzt ganz lieb, dann also. und da der Dirk ja, okay, Dirk ist gerade verhindert. Ganz kurz hat er mir gerade geschrieben, dann würde ich mal an den Olli übergeben, wenn die Allgemeinheit das überhaupt wünscht. Ja, das kann ein Problem werden. Das kann ein Problem werden, weil hier sind ein paar Leute, die sind schon lange bei mir Kunde und die mögen das nicht, wenn Leute mich immer beleidigen. Ich bin sensibel. Das würde ich nicht tun. Ich habe extra schräge Linien heute eingezeichnet in den einen Chat. Echt? Ja. Dann mache ich dich jetzt mal zum Moderator, die will ich sehen. So, warte mal. Jetzt haben wir sicherlich den falschen Schirm. Das ist der mit der komischen Frau im Bikini. Genau. Also nicht der falsche. Na, jetzt müssen wir nur so das machen. Also, jetzt müsste es passen. Ich versuche, weil ich normalerweise sehr langsam und deutlich spreche, versuche ich etwas schneller zu sprechen, um dem Michael Vogt ein bisschen nachzumachen. Meine Spezialität ist also der DAX. Das ist hier der Tageschart und im Tageschart zeichne ich mir ein, damit beginne ich immer meine Morgenanalyse, zeichne ich mir ein, verschiedene Niveaus, Supports, Resists, also Unterstützung und Widerstände. Meine Handels... Aber Morgenanalyse heißt bei dir nach 10, oder? Na, in der Regel mache ich das so zwischen 8 und 9, weil ich in der Regel erst nach 9 Uhr anfange, weil vor 9 Uhr, das nenne ich die Amateurstunden und Singapur will ich auch nicht handeln. Aber Das Stück schneide ich dann mal raus, ne? Kannst du machen. So, ich versuche eben zu schauen, wo Supports und wo Resists sind, aufgrund von Strukturen im Markt, also reine Marktstruktur, und schaue, ob diese Bewegungen wieder unterteilbar sind. Beispielsweise im Tageschart sage ich, das ist keine mehrwellige Bewegung hier runter, sondern das ist für mich eine Bewegung, weil er nie aus einer dominanten Kerze rausgeht. Er ist hier jetzt rausgegangen, das heißt, wenn er jetzt ein neues Low machen würde, dann wäre es mehr als diese eine Bewegung. Das ist hier eine reine Wohlerbewegung. Ich rechne also damit, dass der Markt von dieser Bewegung, weil es ein strenger, starker Aufwärtstrend war, mindestens 61,8% Retracement macht oder... Und das ist für mich noch wahrscheinlicher, weil er insgesamt von dem Trend nur sehr wenig korrigiert hat, neu heiß macht. Ja? So. Okay. So schaue ich mir das an und gehe dann über. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wir sind in einer Daumenbewegung. Das heißt, es sind Verkäufe erlaubt. Wir haben aber jetzt wieder hier eine Korrektur. Ich will insgesamt übergeordnet nach oben. Das heißt, für mich wären im Augenblick beide Seiten erlaubt. Ich darf also im Moment Käufe suchen und ich darf Verkäufe suchen. Ich gehe dann, und das habe ich für dich gemacht, in den Stundenchart und sehe, dass die letzte Bewegung hier im Stundenchart logischerweise down war, logischerweise mehrwellig war, aber ein schwacher Trend. Das heißt, wir haben jedes Mal, nachdem wir ein neues Low gemacht haben, das Vorgänger-Low überlappt. Wir haben also einen schwachen Trend. Im Gegensatz zu vielen, die sagen, oh mein Gott, das ist ja furchtbar und der Markt wird sich ja nie mehr erholen, sehe ich, dass dieser, weil es ein schwacher Trend ist, deutlich korrigiert werden wird. Ja, man kann den einfassen, wie du das immer so schön machst, mit den Linien. Ja, das ist praktisch hier diese Hauptbewegung, die viele gesehen haben. Dann kann man die erweitern, diesen Trend, und wir haben diesen erweiterten Trend, haben wir überboten durch diese Kerze gestern nach dem Motto, die kämpfen ja immer gegeneinander, das ist alles scheiße, das ist alles in Ordnung und so weiter und so fort. Der Trump verdient bestimmt viel Geld damit, das freut mich für ihn, weil seine Immobilien will ja keiner mehr kaufen. Und jetzt ist er ausgebrochen, hat zurückreagiert, genau auf deine schräge Linie und möchte jetzt weiter nach oben. So sehe ich das. Dann gehe ich nach dem 60-Minuten-Chart, gehe ich in den 15-Minuten-Chart und schaue mir das an. Bedeutet, ich sage, gestern, das war die, viele Leute nennen es Starterkerze oder sonst irgendwas. Also das war die Newskerze und danach haben wir einen Long Leg Doji gemacht. Für mich ist das ein Long Leg Doji, das ist kein Inverted Hammer oder was weiß ich,
sondern das ist für mich ein Long Leg Doji. Und in diesem Doji spielen wir jetzt hin und her. Das heißt, wir hatten heute Morgen, ich zeige auch gleich noch einen anderen Grund, warum, die Chance hier unten zu kaufen und werden sehr wahrscheinlich heute noch die Chance haben, oben zu verkaufen. Nicht short zu gehen, weil die Bewegung geht ja hoch. Das heißt, wir erwarten neue Hochs über diesem Top von gestern. Ja, also von dem gestrigen Abend. So, dann schaue ich mir das an im Market Profile. Die dunkelblauen Linien ist die Value Area. Das bedeutet, die Value Area ist heute zwischen 11.060 und hier oben die 12.055. Der volumengewichtete Durchschnitt von gestern, das heißt also da, wo gestern institutionelle Orders abgerechnet worden sind, ist genau da, wo heute Morgen das Low war. Das bedeutet, dass Leute von gestern logischerweise durch diese Bewegung überrascht worden sind und sind gegenüber den Kunden noch short. Sie haben also Kauforders gehabt, haben gesagt, oh mein Gott, ich bin short, ich muss dem Kunden diese Stückzahl ansagen. Ich habe ihm gesagt, ich mache das zum Volumengewicht im Durchschnitt und kaufen deswegen heute Morgen, und die haben schon Limiter drin liegen, auch im Singapur-Handel, an diesem volumengewichteten Durchschnitt, um meine Order wieder zuzubekommen. Das heißt, keinen Verlust zu nehmen. Das ist also die normale Spielart der großen Banken, die für Fonds und so weiter Orders ausführen. Ja? Bedeutet also, dass wir einmal diesen Long Leg Doji haben, mit dem Low hier und genau hier auch den volumengewichteten Durchschnitt. Das ist, weswegen wir heute Morgen hier gestoppt haben. Wir sind im Augenblick am oberen Rande der Value Area und sind daher aus meiner Sichtweise, ich mache immer, ist es teuer, ist es billig, gegenüber gestern immer, und schaue, ob wir in der Trendbewegung sind oder nicht in der Trendbewegung. Im Augenblick sind wir in der Konsolidierung, weil wir uns noch nicht haben lösen können von diesem oberen Value, haben aber das Problem, dass wir nicht hier aggressiv shorten können, weil wir ja in einem Aufwärtsimpuls sind. Ja. Das heißt, so. Das heißt, für dich würde Long jetzt erst in Frage kommen, wenn er die Value Area nach oben verlässt. Also für mich braucht es für einen Long einen Ausbruch hier drüber, ja, am besten über diesen Docht hier oben drüber und dann im Rücksetzer, weil der kommt in 90% der Fälle, kommt der Rücksetzer, den Rücksetzer kaufe ich. Siehst du das auf der Plattform überhaupt? Ich vermisse den Stereo. Der Stereo ist ziemlich geil, aber leider kann ich nicht alles darauf darstellen. Wer CFDs handelt, muss den Stereo-Trader nehmen. Aber ich mache nur Futures und daher darf ich auch was anderes benutzen. Okay. Ja. Aber natürlich muss man, wenn man CFDs handelt, den Stereo-Trader haben. Der Dirk hat da unwahrscheinlich gute Arbeit geleistet. Jetzt kommt der Olli ins Rudern. Ist das so? Hey, gar nicht ins Rudern. Aber nur, um das richtig zu stellen, man kann auch Futures mit dem Stereo-Trader handeln, ne? Ja, das weiß ich ja, aber nicht mit der Plattform, die ich habe. Also nicht so, wie ich es mache. So. Nee, besser. Das liegt aber daran, dass ich zumindest noch nicht weiß, Footprint und so weiter habe ich bei dir noch nicht gesehen, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch, weil ich das ja auch beachte, aber da will ich jetzt keinen hier scheckerig machen. Ja. So, ich brauche also für einen echten Long einen Ausbruch über dieses Nachmittags-High hier und dann will ich Long gehen. Alternativ, wenn wir uns hier etablieren innerhalb der Value Area, wir sind ja im Moment ein Stückchen außerhalb, dann möchte ich, dass wir hier runtergehen, unter dieses Low runterschauen und dann möchte ich Short handeln bis zu dem Low der Value Area. Ich erwarte heute nicht besonders viel, es sei denn, es kommt irgendein Tweet, weil wir morgen einen kleinen Verfall haben im DAX. Ja. Okay. Ich meine, hier kam gerade ein Kommentar, das wäre, moin, wäre genau das Gegenteil, was Thorsten im Blog geschrieben hat, weil Thorsten hat gestern im Blog geschrieben, nee, das werden wir, pflücke ich gleich auseinander, das machen wir, weil die Ansicht
Gut, mir ist sie ja recht grob, aber das ist eben das Schöne, dass jeder mit seiner Zeiteinheit klarkommen muss oder mit seinem Bereich klarkommen muss. Ich wollte auch nur, oder deswegen haben wir dieses Gemischte heute, dass man wirklich verschiedene Blickwinkel auf die Märkte auch akzeptieren kann oder akzeptieren muss. So wie Micha das vorhin gesagt hat, es gibt kein Recht haben oder nicht Recht haben. Jedes Regelwerk hat ja irgendwo seine Berechtigung. Aber nur dann, wenn man sich auf dieses eine Regelwerk konzentriert. Wer jetzt anfängt, vielleicht meinen Block oder Dirk seinen Block mit der Value Area von Olli zu vermischen, wird eine Bruchlandung hinlegen. Richtig? Das ist ja auch sinnlos, ja. Also bei mir geht es um reinen Intraday-Handel. Und wer das verfolgen will, kann das, das ist ja umsonst in meiner Gruppe auf Facebook, kann er das tun. Da stelle ich immer die Daten morgens ein und dann kann er das verfolgen, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Es macht logischerweise Sinn und damit kann man Intraday handeln. Der Dirk benutzt es ja auch. Der Dirk wird sicherlich gleich auf seiner Plattform vielleicht noch zeigen. Und andere Dinge, die über diesen Zeitrahmen Intraday hinausgehen, ganz ehrlich, mir kann jeder alles verkaufen. Ich kann es dir technisch, kann ich dir zeigen, dass wir ein neues All-Time-High im DAX machen müssen? Müssen eigentlich. Und ich kann dir auch technisch zeigen, dass wir vorher erstmal unter 11.000 müssen. Also das kommt alles auf den Zeitrahmen an. Ja, der eine Zeitrahmen ist 2021, der andere Zeitrahmen ist September, Oktober diesen Jahres. Also von daher, nur was dann kommt, das wissen wir alle nicht. Wir sollen ja den Märkten folgen. Man muss davon loskommen, etwas prognostizieren zu wollen und dazu kommen, dem Markt einfach zu folgen. Da macht man das meiste Geld. Ich gucke, was passiert, teilweise sogar im 3-Minuten-Chart oder 1-Minuten-Chart und folge dem Markt und mache meine Punkte. Und bin nicht didaktisch, dass ich sage, oh mein Gott, das darf ja gar nicht passieren. Wenn es passiert, so wie gestern, wenn da so ein Spike hochkommt, dann muss ich diesen Spike handeln. Ist doch kein Problem. Richtig. Okay. Die Marken, das ist ja das, was ich versuche, meinen Leuten, was heißt meinen Leuten, also unseren Zuhörern immer zu vermitteln. Ich hoffe, ihr habt euch die Marken mitgeschrieben. Das ist das Einzige, was in der Regel hilft, sich so eine Marken aufzuschreiben, dann einfach zu gucken, macht es Sinn oder macht es nicht Sinn. Vielleicht macht ja sogar eine Mischung in der Form Sinn, dass man sagt, okay, nach dem Regelwerk fange ich an mit einem kleinen Stop, weil es in einer kleinen Zeiteinheit ist und über die größere Zeiteinheit kann ich dann versuchen zu pyramidisieren oder sowas aufzustocken oder so. Dann macht eine gesunde Mischung sogar manchmal Sinn, aber erst dann, wenn man auch einigermaßen sattelfest ist. Ich sage erstmal Danke an Olli. Noch einen ganz kleinen Moment. Im groben Bild sieht das so aus. Übrigens, das sind hier Inside- und Outside-Bars. und ich sehe es eben, also Inside- und Outside-Bar sehe ich total anders als der Michael, aber das ist überhaupt kein Problem. Jeder darf das anders sehen. Das, was ich eben heute Morgen eingezeichnet habe hier, das ist ein 15-Minuten-Chart, weil das für mich der Haupttaktgeber ist für den DAX, ist, dass ich diesen Long Leg Doji, das ist es für mich, eingezeichnet habe. Und solange er innen drin ist, ist es Range. Und eine Range muss ich unten kaufen und oben verkaufen. Wenn er ausbricht, handle ich trendfolgend oben drüber weg nach oben und unten drunter weg nach unten. Ansonsten ist hier Range und ich muss unten kaufen und oben verkaufen. Und wie lange er da drin bleibt, der kann bis heute Nachmittag da drin bleiben, wenn wir Pech haben oder Glück haben, je nachdem, wer Range-Handel mag und wer ihn nicht mag. Ja. Bis morgen 13 Uhr. Ja, das wäre grauenvoll, aber ist auch möglich. Ja. Sehr schön. Gerade noch der Übergang oder der Abgleich mit innen Außenstäben, die ja dann auch wieder Sinn machen, wie man sieht, ne? Klar, also Innenstäbe und Außenstäbe sind, ja, nur also ich sage nicht, ich verstehe die Definition Innenstab. Innenstab heißt nur, dass der Schlusskurs wieder innen drin ist. Ich habe das auch in Teilen meiner Techniken, habe ich das auch benutzt, weil das eine einfachere Definition ist und weil damit viel mehr abgegriffen werden kann.
Für mich ist ein Inside Bar alles innerhalb der Vorgängerkerze. Ein Outside Bar hat ein höheres High und ein höheres und ein niedrigeres Low. Das heißt, der geht mit beiden Seiten aus der Range des Vorgängerbars hinaus. Und man kann eben oft erkennen, dass sich Cluster bilden, auch in den kleinen Charts, 3-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart, bilden sich Cluster. Das heißt, auf demselben Niveau, wie jetzt zum Beispiel, da kann man sagen, okay, das ist ja abends gewesen oder so, ist jetzt ein 15-Minuten-Chart, aber da bildet sich praktisch ein Cluster mit Inside-Bar und Outside-Bar. Ich sage, in einem Inside-Bar und Outside-Bar, da kämpfen zwei gegeneinander. Inside-Bar heißt, die sind beide gleich stark und pressen gegeneinander. Das heißt, es wird sich irgendwann auflösen in eine Richtung. Und dieser Richtung sollte man folgen. Ein Outside-Bar heißt wie beim Judo, links antäuschen, rechts Fußfeger und da liegt er auf der Erde. Das ist ein Outside-Bar. Ein Outside-Bar heißt, ein Marktteilnehmer ist stärker, weil er einen, der auf der einen Seite rausgeht, auf der anderen Seite wieder rauspresst. Und den sollte man natürlich auch folgen. Und Outside-Bars sind stärker als Inside-Bars, logischerweise, weil sich da schon einer bewiesen hat, dass er stärker ist. Und die werden in der Regel verteidigt von diesem Marktteilnehmer. Das kann man immer sehen, dass der Markt dort wieder hinläuft an einen Outside-Bar und dort abprallt. Und ich denke, dass das so der Dirk auch sieht und auch so handelt. Und jetzt können wir doch den Dirk dran lassen. Genau, ich habe das auch jetzt mal gerade hier, werde das auch gleich mal beides aufgreifen und das auch mal zeigen, weil der Thorsten ja auch gemeint hat, wer versucht, das zu kombinieren, wird eine Bruchlandung irgendwie hinlegen. Also nicht unbedingt, weil ich habe ja halt auch dein Value Profile oder Market Profile ja auch drin, beziehungsweise beachte das auch und sehe dann halt schon sehr oft dann auch eben Übereinstimmung. Ich würde auch gleich eine mal hier zeigen, auch wenn du durch bist bei dir. Aber ich würde dich jetzt, mach du in Ruhe fertig. Ich bin eigentlich durch. Ich würde nämlich, super, ich danke dir erstmal wie verrückt, Olli, und ich würde den Dirk auch direkt zum Moderator machen, weil wir haben es 8.58 Uhr. Das heißt, in anderthalb Minuten ist Markteröffnung und die würde ich ganz gerne mit dem Dirk überknacken. Ist das okay für dich? Für mich oder für Olli? Für den Dirk. Der Olli war ja durch, hat er gesagt, richtig? Ja, mit mir kannst du alles machen, das weißt du doch. Ja, dann werde ich dich mal stumm schalten. Ich habe den Schirm schon rübergeschickt zum Dirk. Ja, okay. Dann werde ich dich mal stumm schalten, wa? Wer mich jagt, schalte mich lieber stumm. So. Warte mal, ich mache den Dirk mal zum Moderator. Oh, Augenkrebs. So, na, ich mache heute mal hier, wenn ihr alle hell macht, mache ich mal dunkel. Es ist ja auch noch viel zu früh. Ist ja gerade mal erst 9 Uhr und okay, 9 Uhr ist jetzt schon irgendwie Zeit, wo man mal aufstehen kann, aber ich habe das hier gerade nur so eingestellt, das ist keine Lust, die Farben da zurückzustellen, aber hier hilft es jetzt aber auch gerade. Also ich greife das mal kurz auf, also für die ja, sich später zugeschaltet haben, natürlich auch mal Moin und Hallo von meiner Seite und nochmal danke an Thorsten hier für die Einladung zum 1500. Also ich habe das hier mal ein bisschen vorbereitet, was wir gerade gesprochen haben, hier Innenstäbe, Außenstäbe. Ich greife hier nur mal eine Geschichte auf, was sich jetzt auch sowohl mit Michael als auch mit dem vom Olli Gesagten auch deckt. Also hier, was man halt sieht, diese Kästen hier, das ist halt, das kennzeichnet immer einen Außenstab. Das heißt, immer wenn ein neuer Außenstab da ist, wird halt hier so ein Kasten eingeblendet. Ich habe mir das irgendwann mal halt hier programmiert, also das ist nicht fertig. Ich weiß, das ist schon irgendwie oft gefragt worden, ob das kommt. Das wird auch kommen, aber in einer anderen Form. Und die aber nichtsdestotrotz so ähnlich dargestellt wird, weil so ist es natürlich viel leichter, das auch zu verstehen. Was man halt hier jetzt sieht, also ich habe jetzt hier den DAX im Stundenchart und wir haben zwar jetzt 9 Uhr, aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so tragisch, Thorsten, oder? Weil das ist aber auch in 5 Minuten erklärt und ob man in den ersten 5 Minuten handeln muss, glaube ich jetzt irgendwie auch nicht. Alles gut. Das ist übrigens von Dirk die meist gebräuchlichste Antwort. Immer wenn man ihn fragt, Mensch, kommt das? Ja, kommt. War anders, aber es kommt. Ja, nein, das hier ist ein Dauerthema. Es soll ja auch, das Ding ist ja auch das, wenn was kommt, soll es ja auch Hand und Fuß haben und anständig sein und nicht mal eben so dahingerotzt. Deswegen bin ich da immer lieber ein bisschen langsamer und mache es dafür nachher anständig. Der Dirk ist langsamer. Was? Der Bitte? Dirk ist langsamer. Ja, das schreibe ich mir auf. Also, wir haben halt hier im DAX, ne?
Hier sieht man halt schön von gestern hier die Ausbruchskerze. Und das ist auch ein Außenstab an der Stelle, weil sie halt einfach über dem letzten halt hier auch geschlossen hat. So, und das heißt, wir haben halt hier unten irgendwo einen Start. Das Ding geht hoch bis 12.130 etwa. Jetzt hier im Peak. Relevant war für mich ein anderer Punkt, aber das spielt jetzt hier gar keine Rolle. Was man aber jetzt hier sieht, das heißt, wir haben hier ganz klar einen Außenstab. Und alles, was wir seither haben, ist eben dieses Gerausche, dieses Geschiebe innerhalb des Außenstabs. Und das ist das, wo der Michael ja eben auch gemeint hat, dass in so einer Range, wenn man die hat, wenn man das nicht im Blick hat, was da eigentlich passiert, kann man tatsächlich problemlos sein Geld versenken. Ja, weil es hat einfach, was jetzt hier drin passiert, keine Aussagekraft hat. Und das heißt, alles hier ist Geschiebe. Was ich zum Beispiel oft verwende, ist der Begriff, der macht einen Bob. Ja, also im DAO sieht man das eigentlich öfters als im DAX. Und Bob ist für mich einfach nur die Abkürzung für Begin of Breakout. Also es heißt zurück von dort, wo es gekauft wurde. Und das macht natürlich insofern Sinn, weil halt, wenn man hier so eine Bewegung hat, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt ein Punkt, wo irgendwie jeder hier unten long war und sich freut, dass das Ding jetzt steigt, sondern da ist es ja eher so, dass wenn ich so ein Bild sehe, sage ich, wo will ich denn da rein, wenn der hochgeht? Ich kann natürlich hier drüber long gehen, aber wenn ich dann halt nach der Logik wiederum von der Markttechnik und Außenstäbe meinen Stopp setzen muss, dann muss ich den ja hier unten da irgendwo hinsetzen. So, und das ist natürlich hier, da haben wir eine Strecke von 130 Punkten. Das will ja keiner. Und deswegen halt ein Bob wäre halt, wenn wir einmal zurückfallen, hier unten zumindest mal irgendwo in die Nähe von da, wo es wirklich losging. Und das Interessante, was man hier jetzt gerade sieht bei diesem Bild, also das heißt, ich sage jetzt nicht, das muss so kommen, aber das wäre halt definitiv wesentlich interessanter, hier unten zu kaufen, als hier oben. Und was man jetzt hier zum Beispiel ganz gut sieht, ich blende jetzt mal hier über das Add-on vom Olli, blende ich mal die Value Area drüber. Und da sieht man hier unten auch, da ist auch der Point of Control. Das heißt, wenn wir jetzt hier natürlich auch zurückfallen in die Value Area, das heißt also in den Bereich, wo gestern halt das meiste Volumen gedreht wurde, weil da sind wir jetzt erstmal gerade drüber. Und das heißt, da wäre natürlich auch nach Ollis Ansatz, wenn wir da erstmal drin sind, ist die Chance, dass der Point of Control kommt, ziemlich hoch. Und sogar ist die Chance hoch, dass wir auch das Value Area Low sehen, das heißt also nochmal ganz runter. Und wenn man das halt jetzt mal damit kombiniert, dann sieht man auch schon, hier ist der Point of Control und da sind wir schon recht nah hier unten dort, wo halt eigentlich die ganze Bewegung angefangen hat. Und wenn man das jetzt sogar nochmal kombiniert mit dem, was ich heute geschrieben habe, nämlich die 955 wieder angeführt, das ist halt auch hier ziemlich knapp in der Nähe. Und bei mir sind nur Schlusskurse im H1 relevant. Das heißt für mich dann auch ganz klar, also bei mir liegt hier jetzt bei 955 eine grüne Linie, sieht man jetzt hier zwar nicht, aber ist so. Und die ist auch nicht umsonst grün, weil das ist ja so ein bisschen das, wie ich es im Blog immer versuche, einfach vereinfacht eben auch zu zeigen. Und das heißt, für mich wäre jetzt halt hier zum Beispiel ein Anlaufen von hier oben bis auf den Point of Control, also dort, wo gestern das meiste Volumen gedreht wurde. Von mir aus kann der auch noch hier nochmal bis auf Anfang. Solange die Stundenkerze nochmal über 955 dann halt schließt, wäre für mich das die Bedingungen dann auch erfüllt, dass wir ab da wieder weiter long gehen können. Und das würde auch das, was der Michael gesagt hat, auch wiederum decken. Das heißt, wenn wir hier so einen Peaks herunterkriegen unter diese lange Aufwärtsbewegung und Hauptsache wir schließen wieder drin, wären alle Bedingungen halt erfüllt. Und dann hätten wir das Rauschen innerhalb von dem Außenstab, hätten wir komplett, wir hätten einen schönen Anlauf hier innerhalb der Value Area und eben tatsächlich auch noch mit dem Punkt der 955, die ja auch letztens sehr, sehr deutlich gehandelt wurden, sieht man jetzt hier vielleicht auch nicht mehr, aber das auf jeden Fall würden halt viele Kriterien zusammenkommen. Also hier, das wäre die 955, ich kann hier mal kurz einzeichnen, damit man es ein bisschen besser erkennt. So, also in dem Bereich, ne, 955, da sieht man, hier wurde ja auch schon mal ordentlich gekauft. Und eine einfache Regel ist die, wo gekauft wurde, wird auch gerne wieder gekauft. Das heißt, das würde sich halt alles hier recht nett damit decken. Also hier Rückfall bis an den, ungefähr den Anfang oder sogar ein Stück drüber, über dem Außenstab. Da muss man auch nicht direkt zuschlagen, sondern ich würde da halt eher abwarten und gucken, dass wir hier in der Stunde nochmal hier drüber schließen und dann kann das Ding auch weiter nach oben. Das hier halte ich jetzt für ein bisschen gefährlich, weil wir sind auch hier jetzt nach der Definition vom Olli erstmal zu teuer, weil wir über der Value Area von gestern ja hier auch sind.
Und auch wenn er jetzt hier noch einen anderen Ansatz reingebracht hat, wie die institutionellen Handeln, da muss man jetzt natürlich trotzdem mal sehen, ob der Bereich so gehalten werden kann. So, irgendwelche Einwände, Olli, von dem, was ich gesagt habe? Oder passt das soweit alles? Dann habe ich das richtig verstanden, was du auch gemeint hast. Ollis Sprache. Der Olli ist schon weg. Ah, der ist schon weg, okay. Nee, der Olli muss nur seinen Mikrofonknopf finden. Nein, das hast du vollkommen richtig gesagt. Was ich gerne hätte, ist, weil ich kriege die Frage immer wieder, ihr sprecht alle von Außenstäben. Ich spreche ja von Outside Bar, was ganz anderes ist. Ja. Wenn ihr vielleicht für die meisten, weil die das nicht auseinanderhalten können, die Definition eines Außenstabs vielleicht exakt beschreiben könntet? Also die Definition, also hier wäre jetzt der nächste Außenstab wäre hier gegeben, wenn wir eine neue Kerze, also ich bin hier im Stundenchart, bekommen, die ein höheres Hoch hat und höher schließt. Also über dem Hoch des davorliegenden Außenstabs. Und damit wäre dann auch der neue Außenstab dann auch definiert. Das heißt also, hier sieht man ja, das ist halt kein neues Hoch, schließt auch nicht höher. Das sind alles Innenstäbe. Oder umgekehrt natürlich, wenn wir hier unter dieser Kerze dann entsprechend halt schließen, also ein tieferes Tief machen und dort eben auch schließen, dann hätten wir einen Außenstab dann allerdings in Rot an der Stelle. Das also ist halt... Reicht vollkommen, wenn jetzt aus diesem Außenstab, den du da jetzt hast, wenn eine Kerze unten drunter schließt, ist es automatisch ein negativer Außenstab. Genau. Okay. Wo man es halt auch schön sieht, ich mache das hier mal, oder wo man auch, deswegen finde ich halt auch, dass der Handelsansatz basierend darauf, und deswegen sollte man sich das immer angucken, im Tageschart ist es gerade so einfach, wenn man gestern betrachtet, was da passiert ist. Da sieht man nämlich auch ganz deutlich, wir haben hier, das ist ein Außenstab, weil wir sehen ja, hier war vorher einer, das heißt tiefer als die und tiefer geschlossen, also neuer Außenstab. Und hier haben wir noch einen, nochmal tiefer geschlossen und tiefer als der davor. Und was er gestern gemacht hat, ist einfach nur den Außenstab oben angetestet. Und dort war dann halt Schluss. Und das sieht man... sehr, sehr oft, dass halt genau über solche Geschichten oder es ist extrem selten, da muss man sich wirklich nur den Chart mal angucken, dass wir so einen Außenstab nach unten haben und dann halt irgendwie einer kommt, der einfach so da oben drüber schließt. Das passiert wirklich sehr, sehr selten und ist halt vom Scalping dann auch ein einfacher Ansatz, dass man sich nämlich genau die Außenstäbe halt sucht, die jetzt natürlich höhere Zeiteinheit ist natürlich einfacher, also hier im Tageschart, sich dort sucht, und dann guckt, wo war der Außenstab hier, wo beginnt das Ding? Dort rennt der nicht ohne weiteres drüber, fast nie, wirklich. Und das heißt, wir haben auch, wenn der jetzt zum Beispiel auch da drüber ein Stück geht, der schließt dann fast immer oder geht mindestens zurück bis halt hier zu der Grenze von dem Außenstab. Wirklich so gut wie immer. Und das ist halt, also immer gibt es natürlich nicht, wissen wir ja alle, aber halt, das ist ein Ansatz, mit dem kann man was anfangen. Und selbst wie hier sieht man es gerade, wo wir hier 15 Minuten long sind, sieht man ja auch gerade. Selbst da geht er nicht ohne weiteres drüber, sondern hier war er gerade, kommt immer wieder erstmal dahin zurück. Und erst wenn das Ding gebrochen ist, das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel sehen, wenn jetzt zum Beispiel die 15 Minuten, das können wir mal im Auge behalten, wenn die jetzt hier oben drüber schließen sollte, dann kriegen wir auch in der Regel recht schnell eine Reaktion nochmal nach oben. Und so kann man halt immer die Grenzen ganz nett ausloten. Oder auch hier, auch wenn es jetzt über Nacht war, wir haben hier einen Außenstab, er geht mal kurz drunter, deswegen halt auch die Stoppsetzung, wie der Michael vorhin beschrieben hat, auch wichtig. Und das heißt, er geht mal kurz drunter, schließt aber dann wieder da drin. Und das ist dann oft auch ein Signal, wie man es hier auch sieht, für weiter hoch. Und genau das Gleiche kann jetzt hier auch nochmal passieren. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwie dann bis 9.30 Uhr dann halt nochmal eine Bewegung hier runterkriegen, als Beispiel auf den Anfang von dem Außenstab, ist die Chance sehr, sehr, sehr hoch, dass er dann halt versucht, die Kerze nochmal hierin zu schließen und diesen Außenstab dann eben zu halten. Das heißt, Außenstäbe werden eigentlich immer verteidigt. Und wenn man das dann halt wiederum kombinieren kann mit zum Beispiel halt eben auch der Value Area, kann man mal gucken, ob da hier was liegt. Da haben wir an der Stelle zum Beispiel, es ist der VWAP hier an der Stelle, den hätten wir unten am Außenstab. Oder hier wäre es halt auch gleichzeitig ein Austrittsversuch aus der Intraday Value Area. Das heißt, so kann man das eigentlich
finde ich schon kombinieren. Das heißt, wenn er hier runterkommt, hier unten long als Beispiel, ist für mich, für meine Begriffe eigentlich gar kein Thema. Ja, zumindest sollte man da halt eine Reaktion kriegen, die bis hierhin dann halt wieder läuft. Aber so visualisiert. Bitte? Geh nochmal kurz in den Stundenchart. Ja. Weil ich versuche jetzt gerade eine Kombination hinzukriegen. Also zur Erklärung so am Rande, dass Dirk und ich, wir versuchen ja schon seit Ewigkeiten, ich glaube jetzt inzwischen seit fast 3 Jahren versuchen wir unsere Setups mal abzugleichen, weil wir sagen, okay, seine Entries, seine Linien sind immer der Hammer, dafür sind meine Strecken oft länger oder sauberer. Wir haben es aber, muss man fairerweise auch mal sagen, bis jetzt nicht hingekriegt, ne Dirk? Ja, wir sind echt die größten Luschen, was das angeht. Das muss man tatsächlich so sagen. Liegt aber hauptsächlich daran, dass Dirk ins Bett geht, wenn ich aufstehe. Nicht wirklich. Nicht ganz. Ich bemühe mich, ja. Also er geht nie ganz ins Bett, wollte er damit sagen. Ja, oder so, ja. Weil, wenn man jetzt diese Kombination nimmt, ich weiß nicht, du hast da unten ist deine grüne Linie, die liegt jetzt wo? Bei 955. Bei 955. So, und wenn wir jetzt mal die Kombinationen nehmen, das, also nur mal, um zu sehen, dass die Stile ja eigentlich recht ähnlich sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt mal diese Abwärtsbewegung, die ihr jetzt im Stundenchart gemacht habt. Wenn da jetzt mal ein Fibo drauflegen würdest, mein lieber Dirk, von dem Hoch. Ja. Ja, genau, bis zu dem Tief. Nee. Rechts. Die erste Abwärtsbewegung, da. Da, genau, dahin. Da genau. Willst du hin. Okay. Dann sehen wir, dass er sich jetzt genau am 61,8er da irgendwie ein bisschen abmüht und versucht, sich dort abzustoßen. Mhm. Wenn man jetzt diese Geschichte nämlich ummünzt und jetzt mal eine Etage tiefer geht, in 30 Minuten oder 15 Minuten, einfach in dem gleichen Chart bleiben. Und wenn man dann, auch wenn Olli jetzt wieder sagt, schräge Linien, schräge Vögel, aber wenn man da jetzt dann mal ein ABCD draufpackt, auch wenn das vielleicht für den einen oder anderen Voodoo ist, wenn man da jetzt ein ABCD draufpackt, dann könnte ich fast meinen Arsch drauf verwecken, wenn ich die Bewegung messe von dem Hoch von der 1,33 bis zur 9,87 und diese Bewegung dann dupliziere von der 77, dann werde ich wahrscheinlich unten ungefähr bei deiner 55 landen. Also das meinst du, ne? Die Bewegung? Ja, diese Bewegung. Sekunde. Richtig. Und die dann duplizieren nach unten, von da startend. Von der 61 einfach, ne? Ja, genau, von dem hoch. Also muss ja ein Stück über die 61. Er hat ja schon ein bisschen drüber gelugt da. So. Dann sehen wir, dass wir da genau beim Point of Control landen. Mhm, genau. Und knapp, ganz kurz mal knapp unter deine 55 lugen würden, wenn es denn so eintritt. Mhm, so, und ja. Wenn man, ja, dann haben wir Punkt A, wir haben Bewegung A gleich Bewegung C, ist ein uraltes Muster an der Börse, A gleich C, und wir haben eine Korrektur von der Aufwärtsbewegung, von der kompletten Aufwärtsbewegung in zwei Wellen, was auch ziemlich normal ist. Das heißt, wir haben unten im Point of Control, wir haben Dirk seine 55 und wir stoßen uns an der 61 ab. Da, wie man sieht, versucht man sich da auch wahrscheinlich gerade abzustoßen und wir würden da unten landen. Und wenn wir jetzt ein Fibo auf die gesamte Aufwärtsbewegung legen, werden wir wahrscheinlich sehen, dass wir unten in dem, also auf den Move von gestern. Ja, brauche ich ja nicht. Da kann ich ja einfach hier, das kann ich ja einblenden. So. Also einfach nur die Vortages-Fibos, ne? Ja. Ja. So, dann sind wir bei der 38,2 da unten, also umgerechnet die 61,8, sind wir knapp drüber. Ja. Also bei der 64. Das heißt, wir haben einen ziemlich harten Bereich zwischen der 64 und der 37, einen ziemlich harten Bereich, den ich zum Beispiel, so habe ich es gestern gemacht, auf der Facebook-Seite konnte man das gestern nachvollziehen. Ich hätte auch gerne mal ein Feedback von denen, die hier dabei sind, wer es denn gestern überhaupt mitgehandelt hat. Wir haben gestern Morgen von der 11,69 kommend, haben wir
geschortet in zwei Wellen bis runter bis zur 11.850. Die 11.850 ist es nicht geworden, bei der 11.861 war denn Schluss, leider Gottes. Aber da. Und jetzt haben wir genau diese Nummer. Die würde ich jetzt zum Beispiel, mein Spitzname ist ja Shorty, die würde ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich shorten bis zu dem Point of Control. Und dann würde meine Marke heute heißen bei 11.937 irgendwie aufpassen. Und wenn wir hier drunter fallen unter die 12.022 Stop Break Even oder aufs Tagesziel 12, 15 Punkte und fertig ist die Laube. Hm. Aber man konnte sie im Lesen sehr gut erklärt vom Dirk. Ich weiß gar nicht, wer hier einfach so mit so einem Lob um sich schmeißt. aber ist genau richtig. Das heißt, unsere Ansichten decken sich ja. Und das war eigentlich mein Ziel heute, mal so eine verschiedenen Ansichten zu sehen. Willst du vielleicht noch ein paar Marken mit auf den Weg geben? Weil ansonsten würde ich nämlich den Heiko dazu holen. Der hat sich nämlich gerade gemeldet, dass er inzwischen da ist. Ja, also ich kann, also wesentlich geändert hat sich da jetzt halt vom großen Bild her nicht. Ich meine, ich habe es jetzt halt gezeigt, hier mit den Außenstäben. Also man sieht, wenn man das kombiniert, das Ganze, das gibt schon Sinn. Und ich würde auch meinen Arsch drauf verwetten, auf gut Deutsch gesagt, dass wir hier unten Reaktion kriegen. Gut möglich, dass wir hier auch einmal kurz drunter gehen und dann wieder reinziehen. Das heißt, dann wären wir hier wirklich, wenn man halt die Fibos dann halt mal nimmt, dann wären wir bei der 1898, also nochmal, das wäre bei mir jetzt relativ genau die 11.902, die dann auch nochmal als Impuls funktionieren würde. Impuls heißt für mich immer, kann man im ersten Anlauf sofort handeln. Da würde ich die 955 heute nicht unbedingt dazu zählen. Da würde ich eigentlich eher damit rechnen, dass wir da halt einmal drunter stoßen, wenn er da hinkommt, und dann halt recht zügig aber wieder zurücklaufen. Und Impuls wäre dann tatsächlich eher hier unten irgendwo zu suchen. Also das heißt nochmal bei der 11.900, zumal wir auch hier das letzte Cluster auch haben. Das ist ja auch ein Punkt, den ich halt immer versuche, halt irgendwo mit einzubinden. Das heißt, wenn wir unten in dem Bereich kommen, also hier sieht man ja, ne, hier war halt das letzte Reversal gestern auf 15 Minuten. Da ist halt auch der letzte Außenstab 15 Minuten da unten gebrochen worden. Und in dem Bereich, den halte ich für Impuls eigentlich am wahrscheinlichsten. Das heißt, da haben wir hier nochmal, ich habe gerade durch Zufall getroffen, die 11.902. Und das deckt sich wiederum halt mit der gesamten Aufwärtsbewegung 61.8 plus irgendwie halt ein kurzes Unterbieten hier von dem Außenstab. Also das wäre halt für mich definitiv ein Reaktionsbereich, wo es sich lohnt, irgendwie halt dann halt auch dagegen zu halten und nochmal auf Long zu setzen. Aber was man halt eben nicht vergessen darf, aber ich sag mal so, für mich daher auch immer die Reihenfolge halt wichtig. Ich meine, warum hier oben gescheitert ist, habe ich ja gerade gezeigt, liegt für mich begründet eben in dem Außenstab, den wir im Tageschart halt haben. Und was jetzt halt ein Fehler wäre, das habe ich halt auch geschrieben, wenn er jetzt direkt versucht, von hier aus da oben durchzulaufen, ist das, glaube ich, keine gute Idee. Also da bin ich immer höchst skeptisch, wenn halt irgendwie, wenn es direkt nach oben geht, lieber erstmal runter. Die Amis machen das echt oft so. Die klopfen zur Eröffnung, dann halt irgendwie den Dow 300 Punkte runter. Man denkt, die Welt geht unter. Und dann anschließend wird der ganze Abverkauf wieder zurückgekauft. Und dann geht es auch oben durch. Macht ja auch Sinn, ja. Weil wenn an der Stelle halt einfach erstmal nochmal ein paar Pakete abgestoßen werden, ist doch klar, die Institutionellen, die haben doch dann auch, das Interesse kann ja nur größer sein, wenn es dann halt erstmal tiefer ist, als dass es halt direkt nach oben geht. Weil wer soll denn da oben großartig noch irgendwie zuschlagen? Also mit Motivation zumindest. Ja, da sagt doch irgendwie auch jeder so, ja, ist schön, dass er so hoch steht, aber ist mir zu teuer, hier oben kaufe ich halt nicht. Und deswegen bin ich halt immer ein Freund davon, wenn ich halt nach oben will, dass es erstmal runtergeht. Und weil es halt dann nachher, wenn es dann halt auch irgendwo dann mal bremst, auch mit deutlich mehr Dynamik dann halt eben auch nach oben geht und dann auch so schnell nicht wieder eben da unten kommt. Und dann zum Beispiel, wenn man dann so einen Einstieg hat, jetzt mal angenommen, wie gesagt, der würde jetzt hier runterbrettern, der DAX. Und wenn man so einen Einstieg hat, wir haben eine Reaktion, dann sehen wir den auch so schnell nicht wieder, den Punkt. Dann kann man dann auch meistens gemütlich dann erstmal zugucken. So, was ich noch hatte für dich, Thorsten, vielleicht hast du es auch schon am Rande bemerkt. Ich hätte gesagt, ich möchte noch eine kleine, bitte? Ich merke noch nichts. Eine kleine Überraschung. Wir haben ja letztens gesprochen, da hast du dir doch gesagt, so irgendwie, das hätte ich gerne irgendwie so als Funktion
im StereoTrader und das habe ich mir zu Herzen genommen und das gibt es jetzt auch. Dann, es kommt alles mit der 2.5. Nämlich, guck mal, wenn du jetzt eine Linie zeichnest, eine horizontale Linie, siehst du, was da passiert auf der linken Seite? Ah. Ist das nicht schön? Guck mal. Und ist ja wie Geburtstag und Weihnachten auf einen Tag. Ja. Musste weniger, Entschuldigung, weniger beschriften. Passt sich auch automatisch hier der Dicke von der Linie, passt sich die Schriftgröße an. Wie man sieht, natürlich die Farbe halt auch. Das heißt, sobald ich die jetzt irgendwie rot mache, kriege ich einen Frosch im Hals. Entschuldigung. Sag mal, es gibt's doch nicht. Wird die halt das auch rot. Wenn der Kurs drunter ist, ist die Zahl drüber. Ist der Kurs drüber, ist die Zahl drunter. Kannst du auch nach rechts schieben. Bleibt sogar da. Und wird halt auch mit dem Chart gespeichert. So. Das war die kleine Überraschung. Bitte? Du bist ein Schätzelein. Das ist echt, echt wie Weihnachten, Geburtstag auf einen Tag. Und da kenne ich eigentlich nur einen, der das sonst hat. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Also die Idee war ja auch gut, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die machen das Leben dann halt auch einfach leichter. Man muss nicht irgendwie, ich meine, ich kenne es ja auch, jeden Tag schreibe ich da halt irgendwie meinen Blog und muss da ständig irgendwie Zahlen durch die Gegend schieben. Und das geht mir eigentlich jeden Tag auch auf den Keks, kostet halt einfach nur Zeit. Und man macht eben auch schon mal Fehler. Gestern hat dann irgendwie auch noch der Martin mich angeschrieben und hat dann irgendwie gemeint, so, du hast irgendwie zwei Zahlendreher, die Nacht war wohl lange, wo ich dann auch mal so denke, so, oh nein, das war noch nicht mal der Fall, aber das passiert halt. Und so ist halt einfach nur mal nochmal ein weiterer Punkt, wo so halt menschliche Fehler halt ausgeschlossen sind und hilft auf jeden Fall. Also danke für den Tipp, war eine gute Idee und wie du siehst, ich nehme mir zu Herzen, was du sagst. Ich bin dir sau dankbar, dass du es umgesetzt hast, weil es für mich wesentlich einfacher ist, morgens meine Analyse zu schreiben, beziehungsweise auch mal, ich habe mir angewöhnt, das mit Kurzvideos zu machen. Und wenn dann die Marken fertig eingezeichnet sind, also mir erleichterst du das Punkt A eine ganze Ecke damit. Und es hilft vor allen Dingen den Leuten, die jetzt mal, sage ich mal, meine Setups, mein Euro Pro oder sowas, was die nicht haben. Es soll ja noch Leute da draußen geben, die das noch nicht haben. Die ja dann auch die Zielbereiche nicht kennen und nicht haben und so weiter, die das dann viel besser umsetzen können. Total geht auch, geil. Ja. Und geht auch mit kurzen Linien, wie du siehst, wenn man halt eine Vertikale nimmt und verkürzt die, so dass sie halt nur als kurze Linie dargestellt wird, auch da geht es. Ne? Also sobald die Linie halt hier, wenn sie schräg ist, wird nichts eingezeichnet und wenn sie gerade ist, wird es dargestellt. Ja. Also das heißt, übersetzt, Olli kriegt immer Marken, ich kriege keine. Was? Was? Olli kriegt Marken? Ja, weil Olli hat ja gerade Linie, ich habe schräge. Also genau, richtig. Naja, für die Diagonalen macht es ja keinen Sinn, ne? Also nicht wirklich. Kannst du ja für den M1-Chart kannst du ja alle Minute updaten. Genau. Ja. Das geht auch. Für mich ist es auch vollkommen logisch, dass Institutionelle jede Minute eine andere Idee haben von einem Wert einer Aktie oder eines Indexes und deswegen ihre Limite anpassen. Das verstehe ich vollkommen. Das war hier zu bezweifeln, dass du irgendwas verstehst, aber naja, lassen wir es einfach mal bei der Behauptung. Die Ausländer wieder, furchtbare Kerl. Ja. Viel zu warm hier zum Denken übrigens. Viel zu warm, wir haben 34 Grad. Ja, danke. Danke, wir haben 14. Echt? Ich denke, du bist in Italien. Ja, in Süditalien und wir haben 14 Grad. Deswegen, ich wollte eigentlich mit Webcam und draußen aufs Meer und so, mit schönem Sommer, wollte ein bisschen rumprahlen hier mit geilem Wetter und am Strand und so ein Scheiß. Vergiss es. 14 Grad und ich glaube, ich fahre nachher zum Conad, das ist der größte italienische Supermarktanbieter hier und kaufe mir eine Schneeschaufel. Wer weiß, was morgen kommt. Ja, ja, da weiß man, kauf lieber einen Sack Salz, damit du streuen kannst vor deiner Karre. Ja. Wir haben jetzt wenn du nochmal Karre sagst, mein Freund, dann komme ich nach Zypern. Wer macht das? Ich habe ja vorhin gesagt, ne, um 9.30 Uhr werden wir höchstwahrscheinlich sehen, dass wenn jetzt versucht wird, dieser Außenstab zu brechen, ja, dass wir halt eine Reaktion dann halt an dem davorliegenden haben werden. Das sehen wir jetzt vielleicht ja auch jetzt gerade. Gucken wir mal, bis wo er hin geht. Ist nur ein Demokonto. Das ist bitte was?
Also ja, das ist mir eine Entwicklungsumgebung hier. Also mal gucken, ob das funktioniert. Das heißt, wenn der jetzt halt versucht, hier drunter zu gehen, das heißt also, der wird ja jetzt versucht, den versucht er irgendwie gerade zu brechen. Und da habe ich ja gesagt, da ist es halt schon recht wahrscheinlich, dass wir hier an der Stelle, an dem davorliegenden Außenstab, dann nochmal eine Reaktion kriegen. Und das halt jetzt ein Punkt wäre, halt um hier nochmal abzuprallen und dann nochmal nach oben zu ziehen und dann um zu versuchen, bevor die Periode abgeschlossen ist, den hier nochmal zu verteidigen. Und man sieht ja hier, auch wenn es jetzt nur ganz klein ist, geht ja auch nur um den Scalping-Ansatz, nicht um große Bewegung. Man sieht aber genau, wo er reagiert hat. Genau hier. Sieht man gerade schön. Recht deutlich hier an der Stelle. Ich mache so ein bisschen größer. So, genau da reagiert es dann plötzlich. Das heißt, kommt hier runter, das ist die nächste Anlaufstelle, hier der nächste Außenstab. Und wenn man sowas halt scalpen will, setzt man einfach halt hier. Ich habe es jetzt ein bisschen ungenau gemacht. Rückholorder. Bitte? Die Limit-Rückholorder oder wie sie heißt. Die Limit Pullback Order, genau. Aber eigentlich Ja. geht ja nur darum, dass ich halt sage, so, das ist dann halt einfach, weil es wird immer versucht, einen Außenstab halt zu verteidigen. Und wenn jetzt hier, sobald das Volumen jetzt hier ein bisschen nachlässt an der Stelle, kriegen wir direkt einen Plop dann auch nach oben. Und das sind halt Scalping-Ansätze. Ich meine, man hat es ja jetzt gesehen, hier an der Stelle, es geht ja immer nur um ein paar Punkte, ob das jetzt gelingt. Also, aber das sieht man dann oft auch erst in den letzten Sekunden oder Minuten, bevor eine Kerze fertig abgeschlossen wird, weil was hier jetzt ja fertig wird, ist 30 Minuten. Mal gucken, ob man das noch mit irgendwas kombinieren kann. Ja, hier wäre es sogar der S2, wäre nochmal ein Stück drunter. Aber nur darum ging es ja gerade, ne? Zu zeigen, so, das wird verteidigt und wenn der irgendwie durch ist, und das ist er noch nicht, und dann kommt einfach der nächste. So, und man sieht ja hier so, es passiert ja ein bisschen was. Ne? Und sowas kann man, und das, so finde ich halt, kann man Außenstäbe auch sehr gut einfach zum Scalpen dann halt auch benutzen, wenn man das halt mal unter dem Aspekt so ein bisschen betrachtet. Boah, ich habe so einen Frosch im Hals. Bin froh, wenn gleich der Wenn du Heiko nichts bitte. dagegen hast, würde ich ja vielleicht mal gucken, ob der Heiko startklar ist, weil der hat sich vorhin schon angemeldet, dass er da ist. Und ich glaube, jetzt trampelt der schon, oder? Ja, alles gut. Das ist so typisch Heiko. Das mag ich an ihm so. So diese ruhige, gelassene Art, ach, alles gut, Alles alles gut. gut. Alles gut. Och, komm. Ich bin eh noch, ich bohre eh noch ein bisschen in der Nase, einen Kaffee habe ich fertig, alles gut, alles gut. Genau. Kaffee habe ich mir gerade gar nicht getraut anzumachen, die Kaffeemaschine, weil die so laut rumgluckert, und dann hören das alle. Ja. Was, eine Gluckermaschine? Ja, genau. Dachte, du hast jetzt Ja. so eine hypermoderne, selbstmalende Kaffeemaschine, die dir auch den Nee. Kaffee aus der Küche rausbringt oder so. Nee, nee. Ich bin echt, ich liebe meinen Filterkaffee. Ja. Genau. Ja, zum Markt, recht Mokka-Filter. interessant, eure Ausführungen. Ja, habe ich gelauscht, zum Teil. Mein Ansatz, wenn ich da jetzt mal so reinkrätsche, ist ja der, dass wir, also ich habe ja einen Erstmal sehr, sehr akteursbasierten Ansatz. möchte ich ganz herzlich Danke Ach. sagen, dass du überhaupt da bist, mein Lieber. Und möchte, wer ihn noch nicht kennt, unser lieber Heiko Behrendt, einer der angenehmsten Sachsen, die ich kenne, Die hier die sogar in mit der Thüringen wohnen. Was? Die sogar in Thüringen wohnen. Okay. Ich habe das jetzt auch eher ein bisschen auf den Dialekt bezogen. Entschuldigung. Ja, nee, das ist ja so. Passt. Seit Jahren nehmen wir beide uns vor, mal irgendwie ein Webinar zusammen zu machen. Und ich glaube, wir haben es bis jetzt noch nicht einmal gepackt. Und jetzt habe ich aber gesagt, okay, ich lade ihn einfach mal ein. Vielleicht funktioniert es ja. Und ich finde es total geil, dass er heute dabei ist und freue mich echt darüber, weil ich mache nur heute mein 1500. Webinar. Und das erste Webinar, das erste, was ich mal angeschaut habe überhaupt, als ich mich mit Börse befasst habe. Wisst ihr, wer das gehalten hat? Eine Ahnung? Ich weiß nicht. Der Vermute, es war Michael der Heiko. Vogt mit Inside- und Outside-Stab. Nein, das war Heiko Behrendt. Heiko Behrendt
Der hat dann einfach nach einer halben Stunde gesagt, der Markt, der taucht jetzt nichts. Da war noch im Sierra-Chart unterwegs und hat gesagt, ich gehe jetzt Radfahren. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Vogel? Will hier ein großes Webinar machen? Ich habe mir den ganzen Namen da freigenommen. Und dann kommt er vorbei und sagt, ich gehe jetzt Radfahren. Super. Ich habe viel bei dir gelernt, mein Lieber, was so einen Umgang damit betrifft und bin dir sehr dankbar dafür. Und würde dich jetzt ganz gerne zum Moderator machen, dann kannst du auch mal zeigen, was du oder dein Blick, weil wir haben beschlossen, heute mal verschiedene Sichtweisen auf die Märkte zu zeigen. Ach du dickes Ei. Auch wenn das, was? Ach du dickes Ei. Ja, Heiko, zeig mal dein Fahrrad. Genau. Genau. Heiko Das steht schon steht gerade im draußen Keller. in der Langlerhose. Ja. Ich würde Webcam ist jetzt den ausgeschaltet zum Glück. Ja. Heiko. Nee, Ich würde dem aber ja Heiko klar. gerne Denn den Schirm geben und danach haben wir noch. Also ich lasse den Heiko erst für 10 Minuten reden hier. gut. Ja, vielen Dank für das Kompliment, dass du ja schon mich relativ lange kennst und da hast du auch recht. Ich bin relativ lange am Markt und ich glaube, das erste Webinar habe ich gegeben. Da war das total neu noch mit der Software und mega problematisch und das war im Jahr 2007, 2008. Seitdem hatte ich ja dann auch bei Gottmund Trader damals noch, ich bin jetzt nur noch teilweise bei Gottmund Trader, ja dann auch diese ganze Webinargeschichte. Normalerweise müsste man jetzt mal gucken, welchen Bildschirm man sieht. Ja, genau. Also so sieht es bei mir jetzt gerade auf dem Desk aus. Das ist mein Analysebildschirm. Und da Reich, verfasse danke. und da, verf und da verfasse ich halt immer meinen Plan, meinen Trading-Plan. Und ich sehe es so ähnlich, wie ihr das gesehen habt, nur ist mein Ansatz, der Thorsten und auch der Dirk, also beim Dirk kann ich nicht immer folgen, aber ich finde die Linien immer wieder interessant und schreibe die mir auch zum Teil raus, weil sie halt seine Analysen halt wirklich sehr treffsicher sind. Beim Thorsten funktioniert das nicht, weil ich sein Forex Pro ja nicht habe. Also ich hätte es schon, aber bin im Euro-Dollar kaum unterwegs und im DAX, da habe ich es mir noch gar nicht angeschaut, muss ich jetzt mal so ehrlich gestehen. Aber dennoch, mein Ansatz oder ich glaube, beide haben einen technischen Ansatz mit dem also schon auch mit so ein bisschen Akteurs Ansatz, so wie der Dirk das ja auch gerade erzählt hat, dass es für einen institutionellen natürlich oder jetzt auch für Intraday-Trader auch sinnig ist, wenn man hoch möchte, dass der Markt halt erstmal fällt, weil klar ist, je tiefer das Ding geht, desto interessanter. Ja, ist ja nun mal in der Logik eines jeden Händlers, so günstig wie möglich zu kaufen und so teuer wie möglich zu verkaufen. Und diese Maßgabe gibt es ja überall. Für mich heute, meine Sichtweise ist halt eine ziemlich akteursbasierte Sichtweise. Also ich versuche den Markt rauszubekekommen, ob wir aktueller halt, ob die Bewegungen aus der Kasse kommen, also aus den Einzelwerten oder aus dem Future herauskommen, oder ob wir wirklich große Trader halt haben, die halt massiv, so wie gestern, dann für eine Stunde den Markt halt mal sehr konstant verkaufen, oder ob wir halt eher nur ganz kleines Rumgediller halt haben, dass der Markt dann irgendwie in der Seitwärtsrange halt pendelt. Und wohin der Markt geht, darüber stelle ich relativ wenig Analysen auf. Ich habe zwar gewisse Zielbereiche, ich schaue aber immer dann, wenn der Markt dorthin läuft, ob er das halt auch vollzieht. Also als Beispiel ist für mich jetzt die Frage, sind wir jetzt hier fertig auf der Unterseite? Ich gehe mal, das ist hier ein 5-Minuten-Chart, den ihr hier seht. Ja. Das sind ein paar Wochenhochs aus dem Tageschart abgeleitet. Werden die halt angenommen, finden die im Intraday-Chart eine Relevanz? Ja, wenn man gestern halt schaut mit den News, dann hat das gar keine Relevanz, diese Marke nicht wirklich, weil da ganz andere Interessen da im Vordergrund stehen. Wenn wir aber technisch orientierte Trader am Markt halt haben, dann sehen wir dort auch eine Reaktion. Und ich muss jetzt halt abschätzen, ob wir dort eine Reaktion haben. Für mich war es jetzt so, ich habe heute jetzt gerade eben währenddessen hier noch einen Short Trade gemacht, bis in diesen Zielbereich mit plus 30 Punkten habe ich den gerade beendet. Und würde das Ding, also vom Ansatz her bin ich sehr, sehr kurzfristig im Markt. Also solange jetzt wie Thorsten hier früh ein paar Linien einzeichnen und ein paar Orders aufgeben und dann hier schön am Gardasee oder wo auch immer er gerade rumfährt, da darauf zu warten, dass die Orders bedient werden, das kann ich gar nicht. Ja? Also sobald ich nicht am Rechner bin, habe ich auch keinen Trade. Ja, das ist halt mein Ansatz. Ja? Also und deswegen handle ich dann lieber 2 Stunden und gehe dann Fahrrad fahren oder mache irgendwas anderes und gehe danach erst Kaffee trinken. Also für mich ist erst die Arbeit.
dann der Kaffee, so handle ich das. Genau, und ja, und diesen Fahrplan, den habe ich hier drinne und den zeichne ich mir, jetzt ist es zwar öffentlich, aber auch da, wo ich noch nicht öffentlich das präsentiert habe, habe ich mir das auch immer eingezeichnet, denn ich hatte immer das Problem, vielleicht auch als Tipp für den einen oder anderen Trader, ich hatte dann das Problem, während des Tages habe ich den Fokus verloren und dann wusste ich nicht mehr, was ich eigentlich so früh mir gedacht hatte und so kann ich das immer abgleichen. Also wie so ein Navigationsgerät sehe ich diese Linien hier und entscheide dann halt, ob ich dann, also wie ich mich dann an gewissen Wegpunkten verhalte. Also ändert der Markt seine Struktur oder fährt er jetzt weiter Richtung Süden? Ja, oder könnte das hier ein Wendepunkt sein, sodass wir dann wieder Richtung Norden fahren? Und das ist wie so eine Landkarte. Und bevor ich in den Trade eingehe, schaue ich immer auf diesen, auf meinen Analysechart, um dann einfach zu wissen, okay, das sieht ganz gut aus. Das hält jetzt hier durch Zufall 38er Fibo der gestrigen Handelsspanne. Dann könnte es halt nach oben gehen, ja. Genau. Ja, so sieht das bei mir aus. Gibt's Fragen? Immer her damit. Die rote Box, die du da im Hintergrund hast, was ist das? Das die hier ist jetzt. Box. Das ist die rote Box. Das ist jetzt hier kein Stereo Trader. Es ist ja nicht drauf geschaltet. Das zeichne ich mir hier in diesem Analysechart händisch ein. Das ist sozusagen die Value Area von gestern. Ja. Die Sache ist halt die, dass ich mir das selber ausrechne, weil manchmal differiert das zu der Value Area oder recht stark manchmal zum Stereo Trader und deswegen mache ich es immer noch händisch. Also ich habe selber den Future, deswegen lasse ich mir das im Future anzeigen, rechne das aber hier um auf den Dings-Chart, auf den CFD-Chart. Okay. Ja, genau, das ist, also das heißt, bei heute, also in letzter Zeit passt das jetzt immer wieder recht gut, also ich gucke mir das jeden Tag an, ihr habt euren Point of Control, glaube ich, bei 11.939 und bei mir ist er bei 11.933. Ich meine, das sind jetzt nur 3 Punkte, aber manchmal gab es halt auch Unterschiede von 30 Punkte, das liegt ja manchmal, wenn das Volumen dann halt, je nachdem, wie das getriggert wird, oder welche Handelsspanne man da genau nimmt. Aber da kann ja der Olli vielleicht noch was dazu sagen, bei seinem Value Profile, also bei der Vollversion, wie er das berechnet oder errechnet. Aber wie gesagt, solange es jetzt für mich, ich habe das ganz klassische Volume Profile manchmal so stark abweicht, zeichne ich mir das hier und da halt händisch ein. Also für die öffentliche Analyse, ja, die ich hier betreibe. Für mich privat muss ich es nicht einzeichnen, weil da habe ich es im Future ja direkt. Da muss ich es nicht umrechnen. Ja. Genau. Also weil die meiste Zeit gucke ich eigentlich auch auf das, auf sowas, also auf solche kryptischen Chartarten und gucke mir da halt an, wie das dann läuft. Ja. Genau. Ja. Super. So was Komisches mache ich. Bum. So. Bum. Darf ich ganz kurz was sagen? Ja, ja. Nur kurzer Einwurf, was ich vorhin halt gezeigt habe im Bild, ne, mit der Verteidigung von dem Außenstab. Also der Long, den ich da unten jetzt aufgemacht habe, läuft jetzt genau in den TP. Das heißt also in den alten Außenstab im M15, den wir da oben eben hatten. Ja. Ja. Nur weil was, ich das heißt, ja nicht, was hieß denn jetzt für eine Schlussfolgerung raus? Ja, für mich? Das ist ja einfach nur, ja. Was ich vorhin meinte, dass halt die Außenstäbe immer verteidigt werden. Und das ist halt eigentlich der ganze Ansatz. Und das kann man für Scalpen halt eben verwenden. Ah, okay. Nicht mehr, nicht weniger. Und wenn halt eben neuer Außenstab gebildet wird, dann gibt es meistens erstmal Rauschen. Das ist das, was der Michael ja auch gesagt hat. Dann hast du nicht unbedingt direkt halt dann nochmal eine Nachfolge, sondern dann rauscht es eben halt oft gerne mal ein bisschen hin und her, bevor es dann halt weitergeht. Also kann man handeln, ne? Wenn man sich halt auf sowas dann eben nur festlegt und dann halt immer auch nur kleine Strecken. Auch das ist halt ein Ansatz, den man tatsächlich handeln kann, rein auf Außenstäben basiert. Ja, ja, ja. Genau. Okay, aber ich wollte jetzt da nicht, wollte jetzt ja, nicht den Hype. Genau, also. Weil ich das vorhin ja angefangen habe, ne? Genau. Ja, jetzt habe ich ja gar nicht. Also, so sieht es dann halt bei mir halt aus, wenn ich es dann halt handel. Und was ich toll finde, was ja viele nutzen, ist ja diesen X-Frame. Das kommt ja doch recht häufig zum Einsatz und ist halt auch ein ganz gutes Hilfsmittel, dass man hier das entsprechend dann auch umsetzen kann. Also das heißt, ich habe immer einen Analysechart und halt einen Trading-Chart, mit dem ich halt handle. Genau. Ja.
Und worauf ich dann halt auch noch gucke, wenn das interessant ist dann, dass ich mir hier die Einzelwerte, ich verschiebe das mal ein bisschen, dass ich mir die Einzelwerte anschaue, um einfach ein Gefühl zu bekommen oder Gefühl zu bekommen, ob jetzt die Bewegungen jetzt wirklich von allen Werten gemacht werden in der Kasse oder halt nur von Einzelwerten. Das ist für mich halt immer noch mal so ein Hinweis. Das ist jetzt aber nicht, dass ich die ganze Zeit darauf schaue, welcher Wert nun was macht. Ja, das sieht dann hier so aus. Ich schiebe das hier nochmal hier rein. Ja, das heißt, ich habe dann hier diese ganzen Einzelwerte offen. Das sind die Top 9 Einzelwerte gewichtet jetzt im 1-Minuten-Chart und das ist aber nur im Augenwinkel. Also da gucke ich jetzt nicht die ganze Zeit bewusst da drauf und versuche dort jetzt was zu analysieren. Es geht nur darum, wenn gewisse Werte plötzlich sehr massiv halt steigen oder wenn halt institutionelle Trader halt in der Aktie halt Kauforders abwickeln, dann sieht man das. Wenn aber jetzt so wie jetzt hier gerade es keine wirkliche Tendenz jetzt gibt von den ganzen Einzelwerten, dann weiß ich, okay, dann läuft der Markt halt eher seitwärts, ne? Also, und das, wie gesagt, da gucke ich eher selten drauf, nur wenn halt wirklich Action ist, ne? Also einziger Wert, der halt jetzt hier wirklich Attacke macht nach oben, ist hier die Deutsche Telekom, die über dem Tageshoch von gestern ist. Alle anderen Werte sind fast unter dem Tageshoch von gestern. Ja, noch weit weg in der Mitte drin und ja, da ist halt die Frage, wer sich da jetzt für begeistert. Ja, weil am Ende mit meinem akteursbasierten Ansatz ich davon ausgehe, dass oder ist ja nun mal so ist, dass der Markt ja nur steigen kann, wenn die ganzen Einzelwerte steigen oder nur fallen kann, wenn alle Einzelwerte halt fallen. Es sei denn, wir haben halt im Future halt Akteure, die den Markt halt sozusagen direkt halt nach oben oder nach unten schicken, so wie gestern mit dieser News-Bewegung, wo dann diese Bewegung aus dem Future dann in die Kasse übertragen wird. Ja. Und das ist halt mein Ansatz, den ich halt verfolge und mir da weniger Gedanken mache, was da passieren könnte, also wo es wirklich hingeht. Ja. Da fehlt mir der Weitblick und der Glaube daran, dass ich, so wie der Thorsten, jetzt voraussagen könnte, dass der Markt da runterfällt. Also selbst wenn der Markt das macht, würde ich da nicht dran, also ich persönlich könnte nicht dran glauben, dass das wirklich passiert. Wenn es passiert, würde ich sagen, super, aber ich könnte es gar nicht umsetzen, weil bei mir meine Haltedauer sind irgendwie 5 Minuten. Ich würde wahnsinnig werden, wenn ich da zwischendrin irgendwie 30 Punkte vorne bin und dann wieder bei plus minus null bin oder was auch immer. Also das oder auch der Dirk, der da im 15-Minuten-Chart handelt, das ist für mich alles utopisch. Ich habe es probiert und das vielleicht auch als Hinweis, weil ja so viele unterschiedliche Trader-Typen hier sind. Ich habe es halt probiert, auch dort entsprechend mit längerfristigen Chart zu handeln, aber ich habe es nie hinbekommen. Und da sollte sich auch jeder selber überprüfen, ob er für sich dann also in welcher Nische er sehr gut handeln kann und wo er dann auch wirklich sozusagen seine Unterstützung in Form seiner Regeln, alles, was mit seiner Persönlichkeit zusammenpasst, wo er das halt findet. Ja, also und das kann halt der Stundenchart sein. Weiß ich, beim Olli ist es mehr das Market Profile. Ja, also dem Vertrauen schenkt. Ja, und der Dirk halt sein Cluster dort das Vertrauen schenkt und auch danach handelt und das nicht dauernd in Frage stellt. Ja, und für mich ist halt mein Ansatz akteursbasiert und ich stelle das halt nicht in Frage und ich glaube daran. So, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist völlig zweitrangig. Ja, am Ende muss man ja irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ob ich jetzt long oder short gehe, sonst verdienen wir ja alle kein Geld. So. Das Ja, Wort, das. Ja. da greifst du Bravo, gerade Heiko. Super, ne? ein super Thema auf, weil wir haben Asche auf mein Haupt für die, die dabei waren und jetzt zuhören. Wir haben ich glaube, vor 6 Wochen habe ich ein Webinar gemacht, genau zu diesem Thema. Börse und ich, geht das oder geht das nicht? Die Ja. Aufzeichnung findet ihr bei uns im YouTube-Kanal. Und genau, danke Heiko für die Nummer dazu, weil genau das ist das größte Problem von den meisten Händlern, dass sie praktisch ihren Platz im Markt oder hier an der Börse noch gar nicht gefunden haben. Die springen von Webinar, von einem zum anderen, gucken hier und gucken da und gucken hier und gucken da, holen sie langfristiges Setup, holen sie ein kurzfristiges Setup, dann handelt das kurzfristige, nach dem langfristigen müssen sie es wieder glattstellen und drehen das Ding wieder und dann wäre kurzfristig doch wieder besser gewesen. Genau das ist es. Genau das ist das, wo die meisten Händler das meiste Geld im Markt finden, weil sie
das meiste Geld im Markt verlieren, weil sie ihren Weg noch nicht gefunden haben. Immer noch auf der Suche nach dem heiligen Gral sind und versuchen, den Stundenchart mit einem Market Profile und mit einer Scalping-Strategie und Innen- und Außenstäbe zu vermischen, und das geht dann in die Hose. Ja. Danke, Heiko. Ja, also ich sage immer so, das sind die Systemhopper. Und ich meine, ich bin auch am Anfang, also ich glaube, am Anfang muss man durch die Systeme, gewisse Systeme mitgehen. Ich habe auch am Anfang natürlich unterschiedliche Trader gelesen, wie die gehandelt haben. Und man muss ja das Rad nicht neu erfinden, weil Michael Vogt jetzt mit seinem Klassiker ist viel beschrieben und auch andere Bücher, wo sehr viel drinne steht. Und am Ende bin ich dann irgendwann mal hergegangen, habe gesagt, okay, ich suche mir überall das raus, was mir passt. Ja, und das heißt ja, am Ende muss man seinen eigenen Weg gehen, und dann habe ich das irgendwann auch akzeptiert und dann bin ja meinen eigenen Weg gegangen. Und deswegen kann mir heute jeder, man kann mich heute nicht mehr für eine andere Methode überzeugen, weil ich ja meinen Weg gefunden habe. Und deswegen schaue ich mir das halt an. Denn wenn ich dann beim Dirk dann in dieser mega Facebook-Gruppe dann lese, wie seine Marken da funktionieren, ich mich dann immer frage, wie kommt er da drauf, ich das A selber gar nicht nachvollziehen kann, auch wenn er mir das schon fünfmal erklärt hat, aber ich es dennoch einfach nicht kapiere. Und selbst wenn ich die Marke sehe, könnte ich den Glauben daran, hätte ich den gar nicht. Aber Leute, wiederum, wenn man die liest, die verstehen, was dort passiert, und die auch dem Vertrauen schenken, diesen Marken, und das auch verstehen, was dahinter steht, das Konzept verstehen, für die ist das völlig logisch, dass die an dieser Marke den Trade dann machen, und dann funktioniert er halt auch, ja, und läuft dann halt, keine Ahnung, da hunderte von Punkten teilweise im DAO, was der Dirk da analysiert, und bei dir ist es ja genauso, ich meine, du gehst deinen Trade ein, hast deine Analyse, und wenn er dann halt ausgestoppt wird, wird er ausgestoppt, ja, und bei mir ist es halt so, ich weiß manchmal 10 Sekunden, bevor ich einen Trade eröffne, nicht, ob ich Long oder Short gehe, weil ich es noch nicht entschieden habe. Ja, da weiß ich nicht, ne? Ja, manchmal weiß ich es nicht, ne? Und dann habe ich natürlich aber auch Setups, ja. Also ich habe ja mein gewisses Setup-Regeln dann auch, wo ich dann halt einfach einen Trade eingehe und sage, das ist eine technische Struktur, die kommt halt immer wieder mal vor, und dann nutze ich die halt, ne? Ja. Und dann ist es mir auch egal, ob das jetzt ein Pivotpunkt ist. Ja, manchmal schreibt mir auch Trader hier, super, klasse, am Pivotpunkt abgebreitet. Dann sage ich, gut, ist so, keine Ahnung, wo der ist. Habe ich nicht drin. Ja. Habe ich 3 oder 5 Jahre drin gehabt, Pivot-Punkte. Ja. Und der Dirk sagt dann, ey, du musst den Stunden-Pivot anmachen. Ja. Und jetzt habe ich gerade einen Trader im Coaching, und der hat diese Stunden-Pivot-Punkte drin. Und gestern sind wir auch genau an so einem Stunden-Pivot-Punkt halt abgeprallt. Ich sehe den Punkt nicht. Ich mache dort trotzdem aber auch einen Short-Trade. Und der hat halt das Argument, und das finde ich halt so interessant, der hat das Argument, das ist der Stunden-Pivot genau gehalten, also wirklich richtig gut gehalten, das Teil. Ja, und hat dort seinen Short-Trade gemacht, irgendwie 20 Punkte. Und ich sage, Sister, ich habe kein Stundenpivot, habe aber auch dort einen Short-Trade oder hätte dort auch den Short-Trade gemacht im Coaching. Und das heißt, unterschiedliche Methoden, gleiches Ergebnis. Und das finde ich eigentlich auch so interessant, dass wenn man sehr viele Systeme kombiniert, so wie du das jetzt auch gemacht hast, also hier mit Fibo, mit Pivots, mit horizontalen Linien, dann ergeben sich so das ist ja dann wieder ein Dirk Science, diese Cluster, ja, und diese Cluster ergeben sich auch im Volume Profile, die siehst du ja dann auch im Volume Profile, weil ja gewisse Preisbereiche halt länger, der Markt dort länger verharrt oder kürzer verharrt, und damit ergeben sich einfach so gewisse Bewegungen, und dann kommen wir alle irgendwie zum identischen Ergebnis, das ist immer das Interessante, jedes Mal wieder faszinierend, ja, ich habe die Punkte nicht drin und trotzdem funktionieren sie, ja, also das ist total super, ja, genau. Ja, super. Wollt ihr gerne was über meinen Ansatz wissen? Ansonsten, ich gebe auch gerne das Wort wieder ab, weil ich hätte nämlich Lust auf einen Kaffee. Oder ich weiß ja gar nicht, wie lange die Veranstaltung hier geht, ob wir... Wir machen das. Heiko. Wir warten alle drauf, dass der Heiko was sagt zu seinem Ansatz, und jetzt will der Heiko Kaffee trinken gehen. Heiko, das geht nicht. Sag doch bitte. Was soll ich dir noch erzählen? Weil ich warte mit meinem Webinar darauf, dass du was über deinen Ansatz erzählst. Ich will über deinen Kaffee nichts wissen. Nein, das geht sehr gut. Ich mach mal den Vorschlag, weil die nachfolgenden Sendungen werden sich jetzt um circa eine halbe Stunde verschieben. Nee, ich dachte, ich will ja die Sendezeit hier nicht für mich in Anspruch nehmen, ist ja dein Webinar, Thorsten, deine 1500. Sendung. Muss ich dich persönlich zu mir einladen, das geht ja gar nicht sonst. Ich warte wirklich die ganze Zeit drauf. Ich bin schon fast eine Stunde zu spät, weil ich auf dich warte. Ach du dickes Ei, was willst du denn genau wissen? Frag mich genau. Nur worauf du deine Handelsentscheidung, also praktisch,
was nimmst du zum Handeln, worauf achtest du? Das will ich wissen. Und damit wir hier wägen können, weil ihr alle anders machen. Ja, ja, also meine Handelsentscheidung zum Beispiel, wenn man, also allgemein ist es halt, zum Beispiel jetzt gerade würde ich jetzt hergehen und sehe, dass der Markt halt hoch hin und her geht. Also wir können ja hier mal ein bisschen zeichnen. Ich habe jetzt so ein tolles Zeichentool. Also Handelsentscheidung, wie ich meine Handelsentscheidung im Detail treffe, ist, oder okay, machen wir es mal anders. Es ist so, ich habe in Summe, keine Ahnung, 10, 20, 30 Setups. Und ich sehe es einmal so, dass wir im Markt, oder jetzt hole ich mal mein Zeichentool, dann machen wir halt ein bisschen Ausbildung, auch für den Olli. Und ich denke mal, es wäre auch interessant für auch andere Leute. Ja. Also ist es halt so, oder wir zeichnen jetzt komplett so. Ja, so, machen wir es mal so. Okay, das heißt, wir haben im Markt eine gewisse Struktur. So, das ist das, was wir haben. Und für mich ist es so, ich habe ganz viele Setups, die ich hier habe. Es sind jetzt als grüne, gelbe Kreise hier dargestellt. Und jedes Setup hat ein gewisses Regelwerk. Und meine Aufgabe ist es jetzt als Trader zu sagen, okay, für, ich zeichne mal jetzt hier ein, schreibe mal hier rein, das hier ist zum Beispiel R für Range Setup, B für Breakout, so kann man es lesen, F für Fakeout, so, ne, und keine Ahnung, und das ist hier Setup, weiß ich nicht, Variante A und B, so, ja, so unterschiedliche Managementmöglichkeiten. So, meine Aufgabe ist es jetzt für mich als Trader, ich gehe jetzt her und sage, okay, was haben wir für eine Struktur? Ich erkenne für mich hier, dass wir eine Range-Struktur haben. Also wir haben lokale Hoch- und Tiefpunkte, die hier beieinander liegen. So muss ich mal hier noch ein bisschen korrigieren. Halt, Pfeil nochmal hier so machen. So, machen wir es mal noch ein bisschen länger. So. Und wir sind gerade hier. So. Muss mal ein bisschen was konstruieren. So. Das heißt, ich gehe jetzt halt her und klassifiziere erstmal die Marktstruktur. Das ist meine Aufgabe, also so sehe ich meine Aufgabe als Trader, dass ich die Struktur hier klassifiziere. Und meine Aufgabe als Trader ist es jetzt zu sagen, hält die Struktur oder verändert sich die Struktur? Würde bedeuten, wenn ich jetzt das hier so sehe und gehe davon aus, wenn ich jetzt alle Parameter überprüft habe, zum Beispiel den Order Flow oder das Volume Profile, dass wir hier vielleicht an der Value Area High sind oder so, und ich sage, okay, das passt jetzt gerade, jetzt kann ich hier ein Range Setup handeln. Das heißt, ich würde hier zum Beispiel jetzt einen Short, halt, müssen wir rot machen, einen Short Trade hier eingehen. Ja. So, das heißt, meine Aufgabe ist es hier drüben aus diesem ganzen Gebilde, aus diesem ganzen Setup, das Richtige jetzt herauszusuchen. Das heißt, in der Sekunde handle ich halt die Range. So, dann nehme ich das Setup aus meinem ganzen Baukasten, was ich halt mir zusammengebastelt habe. Und die nächste Frage ist, was ist, wenn sich die Struktur, also wenn die Struktur bleibt, dann ist alles okay, dann machen wir halt innerhalb der Range unsere Gewinne. Ja, das ist meine Entscheidung. Und wer sich jetzt fragt, auf welcher Zeiteinheit redet der Berend hier überhaupt? Das ist gefühlt 1- und 5-Minuten Chart. Also das heißt, das ist hier irgendwie eine halbe Stunde, die man vielleicht dann sieht mit hin und her. So. Und jetzt kann es aber sein, dass auch sich der Markt vielleicht verändert. Und das sehe ich dann halt im Detail, wenn ich mir diesen Orderflow anschaue. Zum Beispiel in einer anderen Situation sehe ich plötzlich, dass der Markt hier anfängt, hier Druck aufzubauen und geht hier hin und her. Und dann muss ich sagen, okay, könnte jetzt sich diese Range-Struktur verändern in was? In so eine Trendstruktur. Dann muss ich hier aufpassen und muss halt hergehen, okay, Range verändert sich, also Struktur verändert sich. Und deswegen handle ich jetzt hier oben vielleicht den Long als Breakout. So, durch einen Hoch. So, ja, da. So, und dann kommt das nächste Möglichkeit. Jetzt bricht der so ganz schnell aus. Ihr kennt das ja vielleicht im DAX. Das ist ja ein Kandidat dafür. Wenn ich jetzt den Breakout handle, weiß ich, dass ich im DAX ganz oft in eine Falle rennen kann. Wenn der Markt nur kurz hochschnippt und sofort wieder runtergeht, nämlich seinen Fehlausbruch macht, dann muss ich hier aufpassen, dass ich dann hier eventuell wieder in einen Short Trade eingehe und dann halt den Fake halt handle. Und so kann ich das, so handle ich dann, also das sind meine Grundlagen, nach denen ich, oder meine Grundprinzipien, nach denen ich handle. Und wer das Bild hier haben will, gibt es hier so ein tolles Tool. Machen wir hier einen Screenshot. Zack. So. Kann verwendet werden. Lade ich da mal rein. So. Also die prinzipielle Frage für mich in meinem ganzen Trading lautet,
So, zeichnen wir mal so. So, das ist die ganze Frage oder die ganzen Fragestellungen sind, bleibt eine Range oder wird halt eine Struktur, also eine Trendstruktur, wie lange bleibt eine Trendstruktur, bevor sie wieder in eine Range halt übergeht? Und die ganze, das ganze Trader-Leben stellt sich bei mir oder kreist um diese Frage, bleibt die Struktur oder verändert sie sich? Denn wenn die Struktur bleibt, mache ich als Trader hier mit meinen Shorts hier Gewinn und unten mit meinen Longs hier Gewinn. Ja? Probleme habe ich immer bei an diesen neuralgischen Punkten, das sind die Problemzonen aller Trader. Weil gehe ich hier wieder Short, weil der Markt dann nochmal kurz runtergeht, oder ich nehme das hier vorweg, habe ich meinen Stop-Loss. Im Trend genauso. Ich kann im Trend am Hoch Long gehen. So. Das heißt, da kann ich Long gehen, solange der Trend bleibt. Gehe ich hier vielleicht Long, kann es Probleme geben, wenn der Markt halt kein neues Hoch mehr macht und direkt in die Range halt reingeht, dann bin ich halt zu hoch drin. Also das heißt, die Trendstruktur wird halt nicht fortgesetzt, geht von mir aus wieder rüber. Also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, kann ja auch hier draußen einen Abwärtstrend entstehen. Also das sind meine Entscheidungsgrundlagen und das treffe ich alles auf dem 1- und 5-Minuten-Chart. Ja? So, und wenn man das jetzt mal überträgt auf das fertige Bild hier, dann mache ich hier mal einen 1-Minuten-Chart an. Auf das fertige Bild, so wartet, überlagert das hier gerade, so, ich mache mal hier das so. Olli, passt das dir? Bist du damit zufrieden? Natürlich, so bin ich sehr damit zufrieden, lieber Heiko, das hast du sehr schön gesagt und widerspricht auch nichts, aber auch gar nichts, was ich kenne. Finde ich gut. Genau. So, und hier sehen wir es jetzt, der Markt eiert jetzt in der Range. Warum? Weil die Kasse, jeder Wert geht in eine andere Richtung. Das heißt, wir sehen mehr, also die horizontalen Punkte werden halt angelaufen. Ich hätte jetzt hier aus meinem Baukasten entscheiden müssen, ob ich jetzt hier in einen Short reingehe, ja oder nein. Bin ich bereit, das Risiko zu tragen, ja oder nein? Das ist dann der nächste Schritt nach der Struktur. Dann muss ich überlegen, wie spielt der Markt das nach unten aus? Spielt er es gut nach unten aus, gehen wir hier unten. Hier unten habe ich Option. Das heißt, ich kann überlegen, ob ich hier die Hälfte der Position zurückkaufe. Gehe ich davon aus, dass wir hier unten noch die Stops holen, dann würde ich versuchen, hier unten mit einer Limit Pullback, also Order, mich hier reinzustellen, was ja super gut funktioniert, wenn hier der Stop kommt, ja, also hier der Stop-Loss dann durchläuft, plupp. Also ich habe das grün, weil ich ja einen Short zurückkaufe. Das heißt, ich muss ja den Kaufknopf drücken. Das heißt, dass diese Limit Order vielleicht noch ein paar Punkte runtergeht und ich, das ist jetzt vielleicht hier ein bisschen viel, aber dass ich dann hier unten gefillt werde, so dass ich noch einen extra Bonus habe, was ja mit dem Stereo Trader super gut umsetzbar ist. Und das ist das, was ich halt schaue, dass ich am Ende halt sage, ich habe eine Struktur oder ich habe das früher mal mit einer Schraube verglichen. Ich habe eine Schraube und muss halt jetzt überlegen, was ist der richtige Schraubendreher dazu, um die Schraube jetzt rauszubekommen oder zu versenken in dem Untergrund. Ne? Ist es Kreuzschlitz oder weiß ich nicht, einen Torx oder was da geil, was es da alles gibt. Und das ist meine Aufgabe. Und niemals herzugehen und zu sagen, ich will, dass der Markt jetzt runtergeht, der Markt muss jetzt von A nach B laufen. Damit bin ich persönlich halt immer gescheitert. Ja? Weil am Ende die Struktur ist der, oder das, was wir hier sehen, ist ja am Ende das Ergebnis aller Akteure am Markt, also aller Handelsentscheidungen, die hier die Leute treffen. Ne? Also das, was man hier sieht. Ne? So, wenn ich das sehe, dann weiß ich, okay, jeder Wert eiert irgendwie rum. Es gibt keine Tendenzen, also muss ich auch nicht auf Tendenzen gehen. Ja, also wir brauchen jetzt irgendwo einen Impuls von außen, sei es über Trump, was auch immer, der denn dazu führt, dass hier mal ein bisschen Action reinkommt. So. Oder wir haben den Future Trader, der bekommt vielleicht eine Order in den Insti, der sagt, oh, 10 Uhr, Junge, ich muss jetzt hier verkaufen, weil ich will mein Portfolio, was auch immer, hedgen, keine Ahnung, 1 Million Gründe, die dafür sprechen. Und plötzlich verändert sich mit neuer Stunde die Marktstruktur. Ja, und auf einmal geht alles, gibt es dann Action. Ne? Und dann muss ich sofort umschalten, neue Struktur, neue Akteure, bla bla, und so geht das. Also so sehe ich den Markt halt wie, ja, ich habe es heute geschrieben, gesagt, ich sehe es wie so ein Fußballspiel auch, wenn eine Seite vorne liegt, ja, dass dann die andere Seite halt überlegen muss, wie sie dann halt kontert. Ja, manchmal liegt man ja 3-0 in einem Spiel vorne. Ja, so wie gestern, die Bären haben gestern 3-0 geführt. Ja, Halbzeit, Amis kommen,
Die haben einen super Spieler namens Trump. Der haut mal richtig einen raus, holt einen Elfmeter raus, ja, totale Steilvorlage. Und ja, und dann stand es halt 3-1, 3-2 und dann haben sie das Spiel umgedreht und 4-3 gewonnen, die Bullen. So könnte man das vielleicht auch zusammenfassen, um vielleicht da das so ein bisschen zu verstehen, was da abgeht, ja. Und da ist halt Mentalität spielt da eine Rolle, Marktverständnis spielt eine Rolle und auch ganz klar, auch dort, ich habe Leute, die verteidigen einen Preis und Leute wollen einen Preis, ja. Also, ja, und ich habe die eine Mannschaft, die halt eine Abwehr baut, wenn sie halt hinten liegt und mauert. Ich habe aber dagegen eine andere Mannschaft, die halt aufmacht, den Sieg haben will, ja, also die Bullen zum Beispiel, die wollen das halt. Das heißt, sie nehmen den Preis, sie nehmen das Risiko und bringen vielleicht die Bären unter Druck und dann gewinnen sie unter Umständen. Ja, so, das ist meine Denkweise und so ein bisschen mal philosophisch hergeleitet. Also erstmal ganz, ganz dickes, fettes Danke. Ich hatte gedacht, ne, gibt's dem Heiko 10 Minuten, aber gut, kommt aus Thüringen, genauso wie unser Micha, das heißt 10 Minuten mit dem Kleinzeiger. Ich glaube, das verbindet die beiden unheimlich. Ich mache mal einen Vorschlag, Heiko. Wenn du Bock hast, können wir uns ja gerne mal zusammen telefonieren. Können ja vielleicht mal, ich bin in 4 Wochen oder 5 Wochen bin ich in Norwegen und dann würde ich mir gerne mal einen Nachmittag Zeit nehmen. Dann können wir beide ja vielleicht mal eine Stunde Nachmittagswebinar machen und einfach mal gerade zu diesem Thema mal ein bisschen was auseinanderpflücken. Wärst du bereit dazu? Ja, also wir müssen es halt terminlich, ich bin halt schon terminlich ziemlich eingespannt, klar. Aber klar, mit dem entsprechenden Vorlauf geht das schon, dass man da auch mal was machen kann. Ja. Die Stunde nehme ich super. Mir für dich, stelle ich dir in Rechnung. Super. Bei deinem Gewinn. Ja. Kein Problem. Haben andere auch schon probiert. Ja. Vor allem, ich finde so eine Geschichten immer so richtig geil, wenn einer in Bildern denkt. Mir hilft das unheimlich und wer uns ein bisschen kennt, weiß auch, dass ich sehr, sehr gern und sehr viel in Bildern denke, was mir die ganze Geschichte oft sehr erleichtert. Ja. Sehr schön. Heiko, ein dickes, fettes Danke. Ich hatte die ganze Zeit überlegt, ob ich dich unterbreche, weil wir eigentlich im Euro das Setup hätten handeln können, aber der hat kurz davor gedreht, also auch da gab es leider, so ist das eben mal, alle anderen haben heute ihre Setups, ich habe eben heute bis jetzt keins handeln können, also nach meinem Euro Pro gab es eben heute nichts, aber was soll man machen, wenn er sich in der Range bewegt, die so minimal ist, dann brauche ich da auch nicht drauf hoffen. Ja. Also erstmal ein dickes, fettes Danke an alle, die hier dabei waren. Aber ich habe vorhin das Thema aufgeführt, Börse und ich, geht das oder geht das nicht? Ich glaube, das ist ein sehr heikles Thema. Es kamen ja auch ein, zwei Kommentare dazu von Carsten oder so, dass das wohl recht gut aufgenommen wurde. Aber Asche auf mein Haupt. Ich hatte gesagt, ich schicke euch noch Ideen zu. Ich habe es leider bisher nicht geschafft, aber ich werde es tun für alle Teilnehmer, die dabei waren. Wer nicht dabei war, kann sich die Aufzeichnung gerne mal anschauen. Findet man bei uns im YouTube-Kanal. Und damit will ich jetzt eigentlich erstmal an alle Teilnehmer Danke sagen. Zum Abschluss habe ich hier noch jemanden dazwischen, den Ede. Ich weiß jetzt nicht, ob er noch da ist oder ob er jetzt schon beleidigt von dann gezogen ist. Wenn er da ist, kann er mal Piep sagen. Hallo Thorsten, hallo allesamt. Guten Morgen. Der ist aber sehr weit weg vom Mikro. Okay, doch, du bist sehr, 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 sehr leise. Ich habe für den Fall ja was vorbereitet. So, hört ihr mich? Jetzt ja. Jetzt ist es viel, viel angenehmer. Und jetzt würde ich dem Heiko mit einem dicken, fetten Dankeschön den Bildschirm klauen und auf meinen Schirm zurücknehmen, oder, Heiko? Jo, sehr gerne, ja. Also wie gesagt, noch vielleicht ein kleiner Hinweis, wer mit mir kostenfrei diskutieren möchte über den DAX, kann das hier bei Guidance tun, kostenfrei, kann den Link auch mal kopieren. Da kann man dann immer gerne mit mir rum diskutieren, wer das mag. Mit dir diskutiert genau. Man nicht. Man folgt. Alles klar. Super. Bis dann. Ich danke dir, wie verrückt, ja, mein Lieber. Doch. Danke, dass du da warst. So,
Jetzt muss ich mal sehen, wie ich jetzt den Schirm wieder kriege. Upp. Meinen Bildschirm übertragen. So, okay. Jetzt übertragen wir mal zur Abwechslung meinen Schirm. Wir haben hier immer noch unsere Order von heute früh drinne liegen, die ich als Limit Pullback dort eingestellt habe. Mal gucken, ob sie jetzt vielleicht geholt wird. Ansonsten würde ich mich nämlich heute aus dem Markt komplett zurückziehen. Ihr habt jetzt im Hintergrund den Ede gehört. Und Ede, vielleicht sagt er selber ein paar Worte dazu, weil ich habe mit ihm ein kleines, ganz, ganz kleines Projekt geplant. Vielleicht sagt er da selber mal was dazu. Guten Morgen, Ede, ebenfalls aus Italien. Buongiorno. Buongiorno, tutti. E tanti auguri, Thorsten, zu deinem 1500. Webinar. Und ein Dankeschön dafür, dass ich hier auch dabei sein darf. Ich glaube, mittlerweile ist der Akku von meinem schnurlosen Headset leer geworden nach 1,5 Stunden Zuhören. Ja, passend zu deinem Motto, der reisende Händler, würde ich euch in einem dieser nächsten Webinare, die wir gemeinsam planen, meine Reise und meinen Traum teilen wollen. Ich bin 47 Jahre alt, habe 2 Kinder, eine liebe Frau und wir sind vor gut 1,5 Jahren ausgewandert aus Deutschland nach Italien. Ich hatte dort einen sicheren Beruf, war in der Nähe von Freiburg wohnhaft und in der Schweiz tätig als Projektleiter in der EDV. Aber das Ganze hat mich irgendwann nicht mehr gereizt. Ich war sehr unzufrieden und habe nach Alternativen gesucht. Und so bin ich dann irgendwann auf das Thema Trading gestoßen und habe auch den schrägen Vogel Thorsten kennengelernt. Hey, hey, hey. Ja, ich habe jetzt heute gelernt, das ist in Ordnung, wenn man das sagt. Ja, also. Ja. Man muss es sagen, man muss, also man muss es sogar sagen, gut. Das ist also die einzige Chance, beim Thorsten durchzukommen. Ja, ich habe auch einige Trader mir angesehen damals und irgendwann an einem deiner Seminare oder Webinare teilgenommen und dann warst du nach 15 Minuten fertig und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Du hast irgendwas von Tagesziel erreicht und ich gehe jetzt Radfahren oder spazieren oder was auch immer erzählt. Da war ich ziemlich irritiert, habe aber später begriffen, welchen wunderbaren Vorteil das hat, dein Ansatz, deine Strategie. Naja, kurzum habe ich dann, oder wir eigentlich, vor rund 2 Jahren entschieden, unsere Zelte in Deutschland komplett abzubrechen, unser Leben komplett auf den Kopf zu stellen. Meine Frau hat einen Hörsturz. In unserem unmittelbaren Umfeld sind die Leute, naja, nicht reihenweise, aber doch gehäuft umgefallen mit Herzinfarkt, mit Hirnschlägen. Und da war für uns klar, wir müssen hier die Notbremse ziehen. Dieser ganze Stress, in dem wir uns dort bewegt haben, die Fremdsteuerung, kann so nicht weitergehen. Das war vor 2 Jahren im Mai auf einem Campingplatz auch in Italien. Vielleicht war auch ein Glas Wein zu viel dabei. Haben wir gesagt, wenn wir das Projekt jetzt nicht durchziehen, werden wir es nie tun. Und dann haben wir uns entschlossen, ein Haus hier in Italien zu kaufen, unser Haus in Deutschland zu verkaufen. Und wie gesagt, es war Mitte Jahr, Mai, Juni. Im Dezember war das Projekt soweit unter Dach und Fach, sprich das Haus gekauft, das Deutschland verkauft. Und am 3. Januar ist der Umzugswagen gerollt. Am 7. Januar wurden unsere Kinder hier eingeschult. Jetzt sind 1,5 Jahre vergangen. Ich gebe übrigens jetzt nur einen ganz groben Überblick über das, was passiert ist, auch nach dieser Sehnsucht, nach der Freiheit, die wir immer hatten und Deutschland nicht umsetzen konnten. Jetzt nach fast 1,5 Jahren, wir haben sehr viel geschafft, sehr viel erlebt und sehr gut integriert hier, merken wir aber, dass da noch was fehlt. Wir sind noch zu sehr mit einem Bein in Deutschland. Ich arbeite nach wie vor aus der Ferne allerdings, beziehungsweise in der Schweiz. Aber das ist ein großer Hinderungsgrund, das hier quasi perfekt zu machen. Perfekt werden wir es nie bekommen, aber
den zweiten Schritt, die zweite Phase einzuleiten. Und jetzt kommt das Thema, die Gemeinsamkeit. Was hat das Ganze hier überhaupt mit Thorsten zu tun? Also zum einen leben wir hier in den Marken. Wortspiel, falls es jemand nicht verstanden hat. Und zum anderen sehe ich darin eine echte Alternative für mich, hier ein Standbein aufzubauen. Ich habe noch, also wir haben noch 3 Apartments hier, aber davon kann man nicht wirklich leben. Und die Börse, das Trading, sehe ich mittelfristig als zweites Standbein. Daraus wollen wir etwas schnüren, ein kleines Paket, das auch, dass ihr das begleiten könnt, wie sich das alles entwickelt. Thorsten bietet für mich mit seinem Forex Pro System und dem Rahmen darum herum, der Club, die Community, aber auch die Strategien vor allem, die sehr wenig zeitintensiv sind, das richtige Fundament, um mein Vorhaben hier umzusetzen. Ja, das ganz grob. Ja, ja, so grob. Ich habe eins gelernt. Sehr sauber umrissen. Wir hatten aber gewusst, dass der Tag heute ziemlich stramm wird. Deswegen haben wir gestern kurz beschlossen, dass wir dazu ein Special-Webinar machen, wie das mit so einer Geschichte funktioniert. Wir werden Ede ein bisschen begleiten. Wir müssen da noch ein bisschen ins Detail gehen. Steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen, muss ich fairerweise sagen. Wir werden uns aber diese ganze Geschichte zusammen anschauen und wir werden sehen, ob wir Ede auch hier in Italien auf ein solides Fundament gestellt kriegen. Und wir werden dazu, um dieses Projekt zu starten oder dieses Projekt vorzustellen, werden wir innerhalb der nächsten 4 Wochen Nachmittagswebinar gestalten, genau wie ich das mit Heiko eben kurz angesprochen habe, werden wir Nachmittagswebinar starten und werden euch dieses Projekt ein bisschen näher bringen. Last but not least bleibt mir erstmal eigentlich nur übrig, dick und fett erstmal Danke zu sagen an alle, erstmal Punkt A, die mich heute hier alle begleitet haben, die sich heute die Zeit genommen haben, an unserem Jubiläumswebinar hier dabei zu sein. Danke an FX Flat für die Begleitung und danke, dass Wolle heute die Klappe gehalten hat. Der ist wahrscheinlich eingeschlafen, der schnarcht ja schon. Dem haben sie das Mikro wahrscheinlich weggenommen und der schläft in seinem Büro. Ich war aber zwischendurch. Ach so, das ist mir auch schon mal passiert. Also danke an Christoph, der glaube ich schon wieder weg ist. Der ist in Ägypten und hatte sich heute Morgen dazu geschaltet, aber der hat eine sehr wackelige Internetverbindung. Und danke an meine Familie, dass wir diesen Weg gemeinsam überhaupt so weit gehen konnten. Und um allen Danke zu sagen, die eben noch nicht mit uns irgendwas tun, schickt uns einfach eine Mail. Ich schreibe die Mailadresse mal hier unten rein in den Chat. Wir haben anlässlich des Webinars, aber das werdet ihr auch dann in der Nachfassmail finden, die ich mit Wolle nachher wahrscheinlich noch absprechen werde. 1500 Webinare haben uns dazu bewegt, 15% Rabatte einzuräumen auf alle Online-Produkte bei uns im Shop. Ihr braucht dafür auch keinen Gutscheincode mehr oder so, sondern unsere IT hat das heute Nacht in der Blitzaktion fertig dort hinterlegt. Das heißt, wenn ihr bei uns in den Shop geht, egal ob ihr die Webinare bucht oder ob ihr vielleicht euch entscheidet, bei uns dabei zu sein und in unserer kleinen verrückten Community, die inzwischen eine der größten in Deutschland oder zu den größten in Deutschland zählt, mitzumischen und vielleicht auch mit uns zusammen Euro Pro zu handeln, dann könnt ihr bei uns auf die Seite forexpro-systeme.de gehen, aber das verlinken wir alles in der Nachfassmail, die euch ja Wolle wahrscheinlich nachher im Laufe des Nachmittags auch schickt, wenn das Webinar verarbeitet, konvertiert und hochgeladen ist, oder? Oh, ich sag mal ja. Ich sag mal ja. Okay. In diesem Sinne, danke an alle, die hier dabei waren. Danke Heiko, danke Dirk, danke nach Zypern, Olli, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr mich zum 1500. begleitet habt.
Schade, zwei haben noch gefehlt. Orkan Kujas und Giovanni Ciccivelli wollten eigentlich dabei sein, aber Orkan ist selber auf Tour und Giovanni liegt gerade ganz faul irgendwo und hält seinen Spielbauch in die Sonne. Ansonsten wäre die Runde heute hier. Wie bitte? Ich habe nur wiederholt, dass der Giovanni in der Sonne liegt. Ja, genau. Ansonsten hätten wir die Truppe heute Morgen hier fast komplett gehabt. Schade, aber danke, dass ihr dabei wart und danke, dass ihr uns begleitet habt. Ich hoffe, zum 1750. sehen wir uns dann wieder, oder? Ja, ja, jeden Monat jetzt eins. Ja, ja. Ja. Gerne, immer. Alles klar. Danke, ihr Lieben. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich sage jetzt mal Tschüss. Ich muss jetzt dringend mal einen Kaffee wegbringen. Ansonsten gibt das hier ein Malheur, was nicht so angenehm ist. In diesem Sinne sage ich auch Danke an die Teilnehmer. Schön, dass ihr so zahlreich dabei wart. Und sage Tschüss, Tschüss. Moin, Moin. Euer Thorsten aus Süditalien. Ja, Thorsten, vielen Dank auch von mir, meiner Seite und von FX Flat nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum 1500. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht heute, war sehr lustig, sehr informativ. Auch mein Dank an die Referenten, die sich dafür bereit erklärt haben, hier ihren Beitrag zu leisten. Und ja, ich wünsche allen Teilnehmern einen angenehmen Tag und viel Erfolg beim Traden. Alles Gute. Ja, danke, Wolle. Tschüss, tschüss.